So, Zeit fürs Finale. Hab auch nicht nur Tee aufgekocht, sondern mir ein bisschen was zum Snack geholt. Was ich heute ausprobieren wollte, so Blätterteig-Dinger, tiefgefrorene, mit einer Creme-Füllung. Oh, super lecker. Eine mit Süßkartoffel, Speckaroma und das andere Kürbis. Butternut-Kürbis. Oh, das war jetzt so geil. Und in der Kombination so abwechselnd. Egal. Schweifen wir nicht weiter ab. Wir sind hier, um Lana Skies Freispruch zu erwirken und auch noch einen mysteriösen Fall zu klären. Also, legen wir los. Wir speichern hier nochmal kurz ab. Und let's go! Oh mein Gott, wir sind noch nicht am Ende. Ha! 24. Februar, 15:12 Uhr. Anwaltskanzlei Wright & Partner. Tut mir leid, Mr. Wright. Tut mir leid, was meine Schwester gesagt hat. Drastische Verbrechen erfordern drastische Maßnahmen. So ist das nun einmal. Wir haben getan, was wir tun mussten, damit er das Urteil bekommt, das er verdient hat. Ich habe das nicht gewusst. Ich habe nie davon erfahren, dass der Fall SL9 eine andere Bezeichnung für die Joe Dark-Morde war. Klingt so, als hätte jeder außer mir von diesen Morden gehört. Offensichtlich. Lana wollte unbedingt, dass Dark dafür verurteilt wird. Deswegen hat sie mich benutzt. Was? Deshalb hat sie das benutzt, was mir zugestoßen ist. Was? Was meinst du mit, was dir zugestoßen ist? Es steht alles in der Akte. Joe Darks letztes Opfer war Staatsanwalt Neil Marshall. Als er den Bruder von Wachtmeister Marshall ermordete, hat er ein belastendes Beweisstück hinterlassen. Aber was hattest du mit den Morden zu tun, Emma? In der Nacht, als Staatsanwalt Neil Marshall ermordet wurde, wollte Joe Dark mich töten. Was? Er wollte dich töten? Wachtmeister Marshalls Bruder, Neil, hat nur versucht, mich zu retten. Das heißt also, dass du... Ja, ich war eine Zeugin im Prozess gegen Joe Dark. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Es geschah vor 2 Jahren. Es war etwa zur gleichen Zeit wie jetzt. An diesem Tag gab es ein fürchterliches Gewitter, für die Jahreszeit untypisch. Ich saß allein im Büro meiner Schwester. Wir wollten nach der Arbeit zusammen zum Abendessen gehen. Dann, urplötzlich, kam dieser furchterregende Mann in das Büro gestürmt. Joe Dark. Es schien, als wäre er auf der Flucht. Er zückte ein Messer und schrie mich an. Ich hatte keine Ahnung, was los war. Genau in diesem Augenblick kam Staatsanwalt Marshall herein. Jack Marshalls Bruder. Joe Dark versuchte, mich als Geisel zu nehmen. Bevor ihm das gelang, hat Mr. Marshall ihn umgeworfen. Dann... Was ist passiert? Ich werde es niemals vergessen. Ein Blitz schlug ein und das Licht ging aus. Plötzlich blitzte es direkt vor dem Fenster, wodurch das Büro kurzzeitig erhellt wurde. Was ich sah, hat sich für immer in mein Gedächtnis eingebrannt. Ich kann es immer noch sehen. Für immer eingebrannt. Das ist interessant. Das ist hochgradig interessant.
Ich habe Fun Fact dazu. Diese Woche gingen die ersten zwei Videos aus diesem Fall auf YouTube online. Und heute übrigens das Finale von Grandia, by the way. Aber was ich damit sagen will, ich habe mir deswegen die Videos nochmal angeguckt, um das Thumbnail, beziehungsweise die Thumbnails zu bauen für die zwei Videos. Und deswegen weiß ich gerade zufällig, dass das genau das ist, was am Anfang passiert. Es wird geblitzt und in einem... Oh mein Gott, stimmt, der Mord ist gar nicht in der Tiefgarage passiert. Interessant. Auf jeden Fall hatten wir da eine ähnliche Zusammensetzung. Nach dem Vorfall. Ich kann mich nicht an den Moment erinnern, in dem da Mr. Marshall erstach. Und warum hätte er dich dann verschonen sollen? Weil er doch ursprünglich sogar vorhatte, dich zu töten. Du konntest also nichts dazu aussagen? Nein. Ich wurde nur danach befragt, wie ich angegriffen wurde. Deswegen hat Lana wohl dieses Verbrechen erfunden. Erfunden? Erfunden? Du meinst, sie hat gefälschte Beweise geliefert? Das Büro des Staatsanwalts wollte diesen Schuldspruch um alles in der Welt. Lana hatte die Beweise gefälscht und Mr. Edgeworth hat sie verwendet. Edgeworth? Ja, aber ich bin mir sicher, dass er nichts davon wusste. Er konnte ja nicht wissen, dass er falsche Beweise bekommen hatte. Nichtsdestotrotz, damit hat alles begonnen. Die Gerüchte über Mr. Edgeworth, meine ich. Das ist alles meine Schuld. Wenn ich nur ordentlich aussagen könnte, wäre nichts von alledem passiert. Also stimmte es. Selbst wenn er nichts davon gewusst haben sollte, war Edgeworth doch am Fälschen von Beweisen beteiligt. Nachdem der Fall abgeschlossen war, war Lana nicht mehr dieselbe. Sie wurde kalt, so wie sie heute ist. Sie wurde wohl nicht mit dem fertig, was sie getan hatte. Vor allem nicht vor Emma. Was ist das eingebrannte Bild? Was hast du in dem Moment gesehen, als das Verbrechen verübt wurde? Doug schlug Mr. Marshall nieder und hob sein Messer. Neil Marshall wurde vor den Augen dieses armen Mädchens erstochen. Ah, zu langsam. Ich weiß nämlich nicht, ob ich das schon hatte. Ich weiß nicht, was danach passiert ist. Ich wurde wohl ohnmächtig. Und das ist merkwürdig. Man sollte meinen, dass er sie gleich dann mit absticht. Das ist noch ein besseres Thumbnail. Als ich wieder zu mir kam, hielt mich Lana in ihren Armen. Arme Emma, du hast ganz schön was durchgemacht. Ich konnte mich nicht dazu durchringen, über diesen Augenblick auszusagen. Ich hab's versucht, aber die Worte wollten einfach nicht über meine Lippen kommen. Ich habe ein Bild gemalt, aber das hat nichts gebracht. Vor 2 Jahren. Da musst du 14 gewesen sein. Das ist doch verständlich. Nachdem alles vorbei war, habe ich mich entschieden. Ich habe beschlossen, wissenschaftliche Ermittlerin zu werden. Ich möchte in der Lage sein, Verbrechen mit Hilfe meiner Aussagen zu bekämpfen. Beweise zu finden, mit denen ein Fall wasserdicht ist. Auf diese Weise würde Lana nie wieder Beweise fälschen müssen. Verstehe.
So langsam verstehe ich, was in Emma so vor sich geht. Aber es gibt immer noch etwas an dem Verbrechen, was mich stört. Ich bin mal gespannt. Er hat ja inzwischen vor ein paar Wochen die Apollo Justice Trilogie angekündigt wurde. Also die Nachfolgetrilogie von Phoenix Wright sozusagen. Da konnte man in einem Shot unter anderem auch sie sehen. Was mich gefreut hat irgendwie. Aber dadurch, dass es ja, soweit ich das verstehe, ich habe keine Ahnung, einige Jahre später spielt, könnte sie es zu dem Zeitpunkt wirklich geschafft haben, ihr Ziel zu erreichen. Dass sie dann wirklich wissenschaftliche Ermittlerin ist. Ich bin gespannt, ob das passiert. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir werden dazwischen auf jeden Fall eine Pause machen. Damit ich die Leute erstmal vermissen kann. So der Plan. Verwirrung. Es gibt da etwas, was mich beschäftigt, Emma. Was ist das? Du hast gesagt, du wärst zu diesem Zeitpunkt in Lanas Büro gewesen, stimmt's? Stimmt. Warum hätte dann also ein Serienmörder hereinstürmen sollen? Stimmt. Es ist schließlich das Büro der Staatsanwaltschaft ganz oben im Hochhaus. Und nicht nur das. Er wurde auch noch von einem Staatsanwalt verfolgt? Ach, das ist gar nicht so rätselhaft. Joe Dark war an diesem Tag zum Verhör gebracht worden. Okay, da ist er schon ziemlich cocky, wenn er sagt, ha, sie haben mich schon, sie verhören mich, sie werden mich aber nie finden. Jetzt habe ich Bock auf einen Mord, direkt hier, in den Büroräumen der Staatsanwaltschaft. Ist doch merkwürdig. Zum Verhör gebracht? Du meinst von der Polizei? Natürlich. Das alles geschah auf dem Polizeirevier. Okay. Warum habe ich das Gefühl, dass der aktuelle Mord wieder das nachstellt, was dort passiert ist? So ähnlich wie mit dem Fall von Edgeworth. Mitten im Verhör versuchte er abzuhauen und floh in das Büro meiner Schwester. Ist das nicht eine ziemlich weite und wilde Flucht? Aber warum ist er den ganzen langen Weg bis zum Büro deiner Schwester gerannt? Weil die Büros der Inspektoren und das Vernehmungszimmer gegenüber vom Fahrstuhl sind. Was? Gegenüber vom Fahrstuhl? Aber Lana war doch die Generalstaatsanwältin, oder? Nein, sie Dummerchen. Habe ich das gar nicht gesagt? Vor 2 Jahren war Lana noch Inspektorin. Was? Sie war die Beste im ganzen Revier. Was? Was? Danke, Phoenix. Das höre ich zum ersten Mal. Ja, und warum höre ich das zum ersten Mal? Ich stecke so tief drin in irgendwelchen polizeiinternen Gaunereien. Und vor allem nach der Aussage der Ausspuckkönigin, die sich ja darüber beschwert hat, dass Staatsanwälte ja so scheiße sind. Und eigentlich alle am liebsten das Konzept des Staatsanwaltes abschaffen wollen würden, mit denen wir von der Polizei gesprochen haben. In diesem Fall außer Gamschu. Aber der hat andere Gründe dafür. Hätte ich nicht damit gerechnet, dass dann ausgerechnet die Oberstaatsanwältin, die Mr. Big Boss persönlich, ursprünglich bei der Polizei war. Sie ist übergelaufen quasi. Es ist so, was? Nach dem Fall Joe Dark wurde sie in das Büro des Staatsanwalts versetzt und zur Generalstaatsanwältin ernannt. Wie? Warum klingt das gerade, als hätte sie das nicht freiwillig gewählt? Lana war damals eine Inspektorin. Warum hat es niemand und wirklich, wirklich niemand für notwendig erachtet, das an irgendeiner Stelle mal zu erwähnen? An irgendeinem Punkt. Selbst Lana nicht, die inzwischen sicherlich weiß, warum sie auf der Anklagebank sitzt, beziehungsweise warum man versucht, ihr einen Mord anzuhängen, die genau weiß, was da Phase ist und trotzdem nichts macht.
Also, es ist so merkwürdig. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mit der Aufklärung des Mordes zufrieden sein werde. Ich sollte mich wohl nochmal mit ihr unterhalten. Sagt sie eigentlich was? Ist das jetzt so wie bei, Mia? Maya? Siehst du das? Das ist meine Anwaltsmarke. Aha, nun, ich habe noch nie eine... Nee, okay, das hatten wir schon. Aber das hatten wir schon. Dann gehen wir mal zur... Februar. Strafanstalt. Besucherraum. Lana! Mr. Wright, es scheint so, als würde ich Ihnen ständig neue Schwierigkeiten bereiten. Ja, indem du mir halt nicht von Anfang alles sagst, sondern ich dir alles aus der Nase ziehen muss. Und ich bin mir ziemlich sicher, selbst wenn ich alles rausgezogen habe, müsste ich eigentlich sagen, umdrehen, ich muss da auch nochmal gucken. Weil dann muss ich dir noch irgendwelche Sachen aus dem Arsch ziehen, weil du halt wirklich nicht sagst, was du weißt. Und ich weiß nicht, warum. Ich weiß wirklich nicht, warum. Warum du bereit bist, für ein Verbrechen verknackt zu werden, was du nicht begangen hast. Und vor allem jetzt, wo ja potenziell dein Deal, den du am Anfang dieses Streams mal erwähnt hast, dass du sagst, ja, ich habe beide Morde begangen und dafür kriege ich nicht die Todesstrafe. Dementsprechend müsste der Deal ja eigentlich jetzt geplatzt sein und dir droht wieder die Todesstrafe für einen Mord. Wie gesagt, ein Konzept, was so weird ist, dass ich es nicht begreife. Aber ich begreife das, die Befürwortung der Todesstrafe sowieso nicht. Aber das gehört jetzt hier nicht her. Aber du, ich verstehe es nicht. Du weißt ja offensichtlich, was Phase ist. Und statt mir da ein bisschen zu helfen, hältst du die Fresse mehr, als wenn du wirklich schuld wärst. Ich weiß es nicht, wie du es mir so schwer machen kannst, Lana. Und jedes Mal, wenn ein neues Detail ans Licht kommt, frage ich mich, warum erfahre ich das erst jetzt? Manipulieren von Beweisen. Das hätte ich Ihnen nicht zugetraut. Verbrechen halten sich nicht an Fair Play. Warum sollten wir es dann tun? Weil du vielleicht... Weil du besser sein solltest als die Verbrecher? Du bist die Vertreterin von Recht und Ordnung? Wenn sich das Recht nicht ans Recht hält, ist das ganze System hinfällig. Aber Lana, wenn du dich irrst, könnte eine unschuldige Person für schuldig befunden werden. Ja, und das kommt noch hinzu. Glaube mir, ich kenne die Risiken. Lana, Emma hat mir von Ihnen erzählt. Ach ja? Darüber, dass Sie vor 2 Jahren noch Inspektorin waren. Und dass der Fall SL9 der Grund für ihre Versetzung ins Büro des Staatsanwalts war. Vom gleich auf den Chefposten, das ist noch merkwürdiger, aber okay. Das ist richtig. Können Sie mir die Details erläutern? Insbesondere zum erstaunlichen Laufbahnwechsel. Ich denke, Sie haben ein Recht, das zu erfahren, Mr. Wright. Ja, wäre ganz gut gewesen, wenn ich das am Anfang erfahren hätte. Unglaublich. Miss Lana Del Rey. Reden wir. Beim Prozess kam einiges ans Tageslicht. So zum Beispiel auch die Tatsache, dass dieser Fall weitgehend in einen anderen Fall von vor 2 Jahren verstrickt ist. Beweise aus diesem Fall wurden gestohlen. Ja, was merkwürdig ist. Das hatte ich nicht anders erwartet. Und doch hast du nichts unternommen? Ist nicht mal für möglich, nicht mal erwähnt? Ich weiß, wie besessen Wachtmeister Marshall sein kann. Jener Prozess, der war nicht wirklich fair, oder? Ich habe an dich geglaubt, Lana. Ich glaubte, egal was auch passieren würde, du würdest der Wahrheit treu bleiben.
Es ging nicht anders, Emma. Beim Prozess vor 2 Jahren habe ich meine Seele verkauft. Nun, wenn wir diese traurige Seite mal außer Acht lassen, bleibt trotzdem die Tatsache, dass um 17.15 Uhr kein Mord im Polizeirevier verübt wurde. Sag mir, dass das nicht stimmt, Lana. Das, was die Zeugin Miss Starr sagte. Darüber, dass du Mr. Goodman mit einem Messer erstochen hast. Du hast es offensichtlich nicht getan, dann sag's doch auch mal. Lana, ich verstehe das nicht. Warum sagst du es uns nicht? Emma, es betrifft nicht nur mich. Ja und? Ich weiß, dass du Edgeworth schützen willst, aber come on, er war's doch auch nicht. Er ist nicht dumm genug, um zu sagen, ja, ich ersteche jetzt mal jemanden und lege die Leiche in meinen eigenen Kofferraum. Ich glaube, ich habe Lana noch nie so mutlos gesehen. Nein? Sie wirkte bis jetzt immer sehr unmotiviert auf mich in diesem Fall. Sie hilft mir nicht weiter, meine Arbeit zu tun. Oh, da war gerade ein Schluck auf in der Tonspur. Halt, Moment, wir müssen was tun. Der Wachmann überwacht den Besucherraum. Sieht aus, als wäre er wegen der berückenden Stimmung hier zu Salzsäule erstarrt. Ich liebe es. Eine Kamera, bitte lächeln! So, Pflicht getan. Inspektor Lana Sky. Es stimmt. Ich war ein Mitglied der Polizeitruppe vor 2 Jahren. Sie war unglaublich. Oh mein Gott. So viel gutes Material. Warum sind so viele geile Bilder hier? Es wird immer noch über all die Fälle gesprochen, die sie mit Gant zusammen gelöst hat. Polizeichef Gant? Er war der als stellvertretende Leiter der Kriminalabteilung. Er war auch Tatortermittler. Damon Gant war alles, was ich immer angestrebt hatte. Das beste Team aller Zeiten. Sie lösten die Fälle, kaum dass die Meldung einging. Die große Schwester ist Emmas großes Idol. Aber jetzt sind sie Generalstaatsanwältin. Was ist passiert? Ich hatte immer vor, Staatsanwältin zu werden. Inspektorin wurde ich, um Erfahrungen beim Ermitteln an Tatorten zu sammeln, die du dann im Gericht brauchtest. Gants Hilfe beim Fall SL9 war für die Aufklärung entscheidend. Danach wurde er Polizeichef und arrangierte meine Versetzung in das Büro der Staatsanwaltschaft. Und das haben die Personalvertretungen so mitgemacht? Weil das klingt nach einer ziemlichen Mauschelei. Aber okay. Vielleicht sollte ich mehr Fragen zu dieser Ermittlung vor 2 Jahren stellen. Darks Ermittlung. Vor 2 Jahren war ich bei den Ermittlungen gegen Dark stellvertretende Leiterin. Stellvertretende Leiterin? Das heißt, der Oberinspektor war zweifelsohne Damon Gant? Ja. Inspektor Gant und ich haben uns ein Büro und die Ermittlungen geteilt. Sie waren sogar im selben Büro. Wir leiteten ein Team der besten Inspektoren im Polizeirevier. Inspektor Goodman, dessen Fall es war Jake Marshall und Angel Starr. Zum ersten Mal arbeitete Marshall mit seinem Bruder. Er war etwas übereifrig. Es gab keinen Zweifel. Joe Dark war der Serienmörder. Wir bestellten ihn zum Verhör. Wir suchten verzweifelt nach Beweisen. Da geschah der letzte Mord. Als er versuchte, Emma umzubringen. Staatsanwalt Marshall hat versucht, mich vor Drake zu retten. Sehen Sie, die erste Person, die am Tatort eintraf, war ich. Das sagt sie uns jetzt? Ja,
Das denke ich mir so oft in diesem Fall. Inspektor Gant und Staatsanwalt Marshall verhörten Dark an diesem Tag. Die Ermittlungen waren kurz vorm Abschluss, als Dark in Panik geraten sein muss. Er wartete, bis Gant und Marshall nicht aufpassten und floh dann aus dem Zimmer. Von dort rannte er direkt zum Büro, das Inspektor Gant und ich uns teilten. Achso, umgerannt. Büro, das Inspektor Gant und ich uns teilten. Dort traf er auf mich. Sie waren also die erste Person, die zum Tatort rannte, Lana? Scheint so. Ich erledigte Papierkram, während Gant und Marshall Dark verhörten. Als ich zu meinem Büro zurückkam, sah ich drei Körper und roch Blut. Drei Körper? Staatsanwalt Marshall, das Opfer, Emma, die bewusstlos war, und den Verdächtigen Joe Dark. Während des Kampfes hatte Mr. Marshall einen letzten Schlag gelandet, ehe er starb. Joe Dark hatte eine leichte Gehirnerschütterung erlitten und lag bewusstlos da. Was haben Sie getan? Ehrlich gesagt geriet ich in Panik. Ich hob Emma auf, trug sie aus dem Zimmer und hielt sie einfach nur fest. Kann ich ihr nicht verdenken. Und nach all dem, was ihre Schwester durchgemacht haben musste. Anschließend ließ ich Dark sofort in Gewahrsam nehmen. Lassen Sie mich das klarstellen. Sie waren alle in den Fall SL9 verwickelt? Das ist richtig. Ganz schöner Zufall, hm? Zufall. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Was sagen Sie da? Es ist völlig unmöglich, dass alle, die an diesem Prozess beteiligt sind, auch in jenen Fall verstrickt waren. Und zwar rein zufällig. Aber jener Fall wurde doch vor 2 Jahren aufgeklärt. Ja, offensichtlich nicht. Wenigstens eine Person ist ausgetickt, weil sie glaubte, er sei nicht gelöst worden. Wachtmeister Marshall. Ja, seine Handlungen haben auch mich überrascht. Seit sein Bruder gestorben ist, hat er sich völlig verändert. Ich denke, er war nicht von dem Urteil gegen Joe Dark überzeugt. Das Leben endet nicht mit dem mit dem Abschluss eines Falls. Jeder muss den Rest seines Lebens mit seiner Erinnerung fertig werden. Jener Fall ist unter Umständen noch nicht ganz abgeschlossen. Emma wurde von Dark im Polizeirevier angegriffen, stimmt's? Ja, in dem Büro, das ich mir mit Damon Gant teilte. Das Büro, das Mr. Gant jetzt allein besetzt. Das Büro des Polizeichefs. Vielleicht sollten wir uns Gants Büro mal ansehen. Der letzte SL9-Mord geschah dort. Ja, machen wir das doch mal. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Ich kann Inspektor Gump schon nirgendwo entdecken. Es ist heute irgendwie ruhig hier. Du hast recht. Der Revierleiter scheint aber derselbe zu sein. Warum suchen wir nicht nach anderen Leuten, mit denen wir reden können? Gut, wir können ja später nochmal herkommen. Ich wollte hier eigentlich auch nur durch... Oh. 24. Februar. Polizeirevier. Eingang. Tagchen, Bambina. Ach, Mr. Marshall. Hatte nicht gedacht, dass sich die Dinge so entwickeln würden, als ich aufwachte. Que sera, sera. Man weiß nie, wohin ein das Leben führt, nicht wahr, Bambina? War abzusehen, dass es mit meinem Glück vorbei ist, als Billy morgens vertrocknet war. Wer ist Billy? Billy?
Muss wohl sein Schoßkaktus sein. Sagen Sie mal, wohin geht's denn? Nur rüber zum Büro der Staatsanwaltschaft für ein kleines Verhör. Ist ein freiwilliger Auftritt. Aber wir wissen ja alle, dass ich da nicht wieder rauskomme. Tut mir leid, aber Sie können heute nicht in den Beweisraum gehen, amigo. Aber Mr. Marshall, warum haben Sie es getan? Warum sind die Goldgräber in den Westen gegangen? Wenn es jemals einen Fall gab, zu dem ich die Wahrheit wissen musste, war es dieser. Bevor Sie sich stellen, Mr. Marshall, würde es Ihnen da etwas ausmachen, uns alles zu erzählen, was passiert ist? Sieht so aus, als würde ich heute kein Steak zum Mittagessen bekommen. Irgendwie war mir mit diesem Prozess von Anfang an etwas faul. Mit dieser Meinung war ich nicht allein. Alle Inspektoren dachten das. Etwas war faul? Wieso das? Einige der berichteten Fakten passten nicht zu den Beweisen, die wir fanden. Zum Beispiel die Mordwaffe. Die Mordwaffe? Sie meinen das Springmesser mit der abgebrochenen Spitze? Es gehörte Joe Dark, das stimmt. Aber aus dem ersten Autopsiebericht ergab sich eine Frage. Eine Frage? Die Klinge des Messers passte nicht hundertprozentig zu der Verletzung des Opfers. Was hat das zu bedeuten? Das heißt, es bestand die Möglichkeit, dass das Messer nicht die Mordwaffe war. Aber aus dem schließlich eingereichten Bericht wurde diese Möglichkeit entfernt. Wurden die Fakten durch falsche Beweise verschleiert? Dieser Fall hat seine Narben an uns allen hinterlassen. Die Narben, die der Fall SL9 hinterlassen hat. Ich habe das Aussehen, er den Verstand. Er war einer der besten Staatsanwälte hier. Ich war gerade zum Inspektor befördert worden, als es geschah. Es war unser erster gemeinsamer Fall. Wie alt war er, Ihr Bruder? Er war damals 27. Ihm wurde an diesem Tag die höchste Ehren zuteilen. Die höchsten Ehren? Sie meinen doch nicht König der Staatsanwälte. Nicht der schon wieder. Warum sehen Sie mich so an? Das ist eine Ehre für einen Staatsanwalt. Mr. Marshall muss seinem Bruder wirklich nahe gestanden haben. Der Tag, an dem sich der Fall SL9 ereignete, war doch nicht etwa derselbe Tag, an dem... Stimmt genau. Es war der Tag des Beweisermittlertransfers. Interessant. Es nieselte an diesem Morgen und als die Nacht anbrach, gab es Donner. Ich kann nicht glauben, dass schon 2 Jahre vergangen sind. Ich habe versucht, die Beweise zu stehlen, damit der Fall nicht begraben wird. Offensichtlich hat jemand versucht, sie aufzuhalten. Inspektor Goodman wurde ermordet und der Schrank mit den Beweisen war leer. Bei diesem Fall spielte sich einiges hinter den Kulissen ab. Das erfuhren wir später. Jeder an den Ermittlungen beteiligte Inspektor, außer einem, bekam etwas ab. Miss Starr wurde entlassen und ich in ein winziges Kämmerlein verbannt. Was war mit Inspektor Goodman? Wenn mit ihm auch etwas passiert wäre, hätte die Direktoren Wenn mit ihm auch etwas passiert wäre, hätten die Direktoren Verdacht geschöpft. Nein, sie waren vorsichtig genug, es nicht zu auffällig zu machen. Sie?
Von wem sprechen Sie? Reg dich nicht auf, Bambina. Ich meine Damon Gant und Lana Sky. Gant und Sky. Oberinspektor Damon Gant und seine stellvertretende Lana Sky. Es gab niemanden bei der Polizei, der nicht von diesem Duo gehört hatte. Dieser Fall war für beide der größte Schritt auf der Karriereleiter. Nach Abschluss des Falls wurde Lana ins Büro des Staatsanwalts versetzt. Nach Abschluss des Falls wurde Lana ins Büro des Staatsanwalts versetzt, oder? Ja, Damon Gant, der neue Polizeichef, hatte das so eingefädelt. Nachdem sie wegging, war sie nie wieder dieselbe. Jeder, der sie kannte, war dieser Meinung. Generalstaatsanwältin Sky war ganz anders, als sie noch Inspektorin war. Jetzt, wo er es sagt. Emma hat doch auch so etwas erwähnt. Sagen Sie mir, was ist mit meiner Schwester passiert? Okay. Sorry, Bambina. Aber ihr Geheimnis wird zu gut behütet. Ich habe es nie herausgefunden. Lanas Geheimnis? Alles begann vor 2 Jahren. Jetzt haben Sie sie also gehört. Das ist meine Geschichte. Hat sie Ihnen gefallen, Amigo? Zumindest erklärt sie einiges. Heute vor Gericht habe ich eines mit Sicherheit feststellen können. Dieser Junge, Edgeworth, ist nicht mein Feind. Er war derjenige, der manipulierte Beweise benutzt hat, um einen Schuldspruch zu erwirken. Aber jemand anderes hat ihm die Beweise gegeben und alles geplant. Dieser jemand ist Damon Gant. Sie glauben mir nicht? Verständlich. Morgen bin ich nicht mal mehr Streifenpolizist. Nur schade, dass ich nicht mehr da sein werde, um mit dir zusammenzuarbeiten, wenn du eine richtige wissenschaftliche Ermittlerin geworden bist. Adios, Bambina. Ich muss gestehen, er hat dadurch wieder ein bisschen mehr Respekt von mir verdient. Aber das, was er getan hat, ist halt trotzdem falsch. Und schlecht ausgeführt. So, ich glaube, hier gibt es nichts zu untersuchen. Kommen wir jetzt ins... wir kommen nicht hin. Ich will mal hier gucken. 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Ist ja nie viel los, aber heute ist hier keine Menschenseele. Das heißt, dass alle fleißig Verbrecher aufklären, Verbrechen aufklären. Ach, wenn Sie noch nach den anderen suchen... Die sind alle im Konferenzzimmer. Danke. Oh, er hat tatsächlich mit uns gesprochen. Nachdem der Polizeichef Lanas Tod bekannt gab und entschieden wurde, was aus Mr. Edgeworth wird, ganz zu schweigen von unserer Presseerklärung und dem morgigen Prozess, herrscht ein Chaos. Oh, es wäre morgen Weihnachten und Ostern. Das klingt aber gut. Aber was meinen Sie mit, was aus Edgeworth wird? Ich glaube, in diesem Zusammenhang spricht man eher von Festen. Wir würden uns gerne mal im Büro vom Polizeichef Gant umsehen. Gehen Sie einfach über den Flur in das andere Gebäude und dann ins oberste Geschoss. Wirklich? Sie meinen, wir dürfen dort hineingehen? Ich meine... Wir sind doch keine Polizeibeamten oder so. Hey, du hast recht. Ihr könnt da nicht reingehen. Der Zutritt ist verboten. Danke, Emma.
Jetzt weiß ich, woher Inspektor Gumshoe seinen einmaligen Charme bezieht. Nun, wo warten wir noch? Ab ins Büro des Polizeichefs. Na dann, auf geht's. Oh mein fucking Gott, er hat eine Orgel hier. Okay, das Ding schreit ja förmlich. Bösewicht. Vielleicht verwandelt sich das Spiel auch gleich in Castlevania. Oh mein Gott, sie spielt von alleine. Boah, wo bin ich denn hier? Im Büro des Polizeichefs, Dummerchen. Das steht zumindest an der Tür. Sieh dir diese Orgel an. Die ist echt, oder? Hey, ich hatte Orgelunterricht im Kindergarten. Was? Man nannte mich Kleines Fräulein Bach. Ich dachte, ich wäre ein Genie, bis sie versuchten, mir Noten beizubringen. Ich konnte mir nie merken, wo das C war. Welches C? Es gibt mehrere. Ich bin mir ziemlich sicher, es gibt auf keinem Instrument so viele C-Töne wie auf einer Orgel. Oh Gott, wie habe ich Ihnen gesprochen? Ach, Sie beide. Polizeischef Gant hat das Dokument, das er gelesen hat, in seinen Schreibtisch gelegt. Haben wir ihn nicht gesehen? Warum haben wir Graf Dracula nicht in seinem Thronsaal gesehen? Nun, Mr. Wright, waren Sie in letzter Zeit mal schwimmen? Ernsthaft, was hat er die ganze Zeit mit dem Schwimmen? Nein, war ich nicht. Ich war in letzter Zeit ziemlich beschäftigt. Das verstehe ich. Ich hatte auch alle Hände voll zu tun mit Marshalls Fehlverhalten. Und Lanas provokativer Äußerung. Provokative Äußerung? Ach, Sie meinen zu den manipulierten Beweisen. 2 Jahre sind seit jenem Vorfall vergangen. Oh je, wie die Zeit vergeht. Sehen Sie das große Bild dort an der Wand? Das ist die Vase! Die würde ich überall wiedererkennen. Interessant. Moment, hat das Ding immer noch ein... Oh mein Gott, das Schwert fehlt komplett? Ha. Das ist ein Bild von Lana, Neil und mir. Das ist also Mr. Marshalls Bruder, Staatsanwalt Neil Marshall. Es wurde als Andenken an unsere Zusammenarbeit gemacht. Irgendwas stimmt mit diesem Bild nicht. Auch wenn ich es nicht genau ausmachen kann. Foto von Gant, Lana und Neil auf der Preisverleihung. Gants Teamfoto zur Gerichtsakte hinzugefügt. Ich würde ja gerne den ganzen Tag in Erinnerung schwelgen, aber ich habe noch zu tun. Ich werde ja abschließen, also kommen Sie bitte mit raus. Oh. Aber dieses Büro war doch vor 2 Jahren ein Tatort, oder? Dieser Fall ist doch schon lange abgeschlossen. Weitere Ermittlungen sind unnötig. Wie auch immer, wir würden uns trotzdem gerne etwas umsehen. Vielleicht haben Sie mich ja nicht verstanden. Ich sagte, es ist nicht nötig,
noch weiter zu ermitteln. Beeilung, jetzt! Und raus mit ihnen! Ich muss zu einer Besprechung. Ja, überhaupt nicht verdächtig. Sieht so aus, als wären wir nicht willkommen. Scheint so, als wäre der Fall immer noch nicht vorbei. Was meinen Sie damit? Polizeichef Gent hat unsere Bitte, den Tatort zu untersuchen, abgelehnt. Das heißt, es muss einen Grund geben, warum wir uns dort nicht umsehen sollen. Sie meinen, so etwas wie einen Hinweis? Wir müssen irgendwie in das Büro des Polizeichefs gelangen können. Ich glaube, dafür gehen wir zu den Staatsanwälten. 24. Februar, Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Heute ist niemand hier, nicht mal Miss Star. Alle befassen sich wohl gerade damit, was im Beweisraum genau vorgefallen ist. Dort müssen die Inspektoren sein. Aber wir haben doch heute im Gericht bewiesen, dass keiner um 17.15 Uhr am Tag des Verbrechens im Beweisraum getötet wurde. Ja, ich dachte, wir würden in dem Fall endlich etwas vorankommen. Stattdessen sieht es so aus, als würden wir Lanas Schuld noch weiter untermauern. Halte durch, Lana. Bis morgen muss ich alle Antworten gefunden haben. Da fällt mir ein, hier wäre natürlich irgendwie interessant, wenn auch vielleicht nur für einen Fall, dass man wirklich so einen Zeitfaktor hat. Dass alles, was man tut, ein gewisses Maß an Zeit verbraucht. Es könnte aber auch schnell sehr anstrengend werden. Ich will ja auch gar nicht hierhin. Wäre hierhin. 24. Februar. Büro des Oberstaatsanwalts. Zimmer 1202. Mr. Edgeworth ist nicht hier. Vielleicht wird er von einem Untersuchungsausschuss verhört. Er musste heute im Gericht ganz schön Prügel einstecken. Ja, als Lana zugegeben hat, dass sie vor 2 Jahren Beweise manipuliert hat. Ich glaube, wir sollten einfach später wiederkommen. Okay. Ich wollte ja eigentlich auch nur hier hin, in der Hoffnung, dass wir vielleicht einen Schlüssel finden. Verteidiger und Staatsanwälte dürfen keinerlei Beweise außerhalb des Gerichts zeigen. Du bist meine Klientin. Ich will keine Beweise austauschen. Vor allem dadurch, dass du jetzt in deiner aktuellen Rolle nicht mal Staatsanwältin bist. Wir tauschen keine Beweise aus. Wir zeigen uns nicht gegenseitig Beweise, sondern ich will dich dazu befragen, du dumme Nuss. Und das weißt du. Weil du bist keine dumme Nuss. Aber aus irgendwelchen Gründen kriegst du das Maul nicht auf. Das ist tabu. Besonders, wenn es die Interessen beider Parteien betrifft. Sie meint das ernst. Lana! Gut, dann kann ich mir den Bums hier sparen. Wieder eine tolle Hilfe, Lana. Mann. Eines Tages... habe ich mal einen kooperativen und hilfreichen Klienten. Haben wir hier was? Vielleicht kann sie mir ja dazu was sagen. Hier, siehst du das? Ah, Strafverteidiger zeigen anderen Leuten gerne Dinge. Was soll das? Eine Verhaltensstudie über Anwälte? Gut, kennen wir uns das. Okay. 24. Februar, Polizeirevier, Kriminalabteilung. Hey, mein Lieber! Inspektor Gamschuh, waren Sie bei einer Besprechung? Ich mache, nur eine kleine Verschnaufpause. Meine Füße tun weh. V-
vom langen Sitzen in der Besprechung? Davon tut einem der Hintern weh. Nun ja. Ich musste allen Kaffee servieren. Hey, er tut mir so leid. Klingt so, als wäre Inspektor Gumshoe immer noch in Ungnade. Sagen Sie, haben Sie vielleicht Mr. Edgeworth gesehen? Edgeworth? Nein, wieso? Das Polizeirevier und das Büro des der Staatsanwaltschaft haben es auf ihn abgesehen. Es ist beinahe so wie bei den Schlachten zwischen Ihnen beiden vor Gericht. Das klingt ernst. Liegt es an dem, was meine Schwester gesagt hat? Nun, im Prinzip läuft es letztlich alles darauf hinaus. Auf diese manipulierten Beweise vor 2 Jahren. Jetzt hat die ganze Welt Edgeworths Blut geleckt. Ach du Schande. Aber warum soll Edgeworth schuld sein? Er wusste nichts von den falschen Beweisen. Lana Sky ist doch die Schuldige. Was das betrifft... nochmal, das kann ich besser betonen. Lana Sky ist doch die Schuldige, was das betrifft, oder? Belanglos. Der Staatsanwalt ist verantwortlich für die vorgelegten Beweise. Nicht nur das. Wie Sie wissen, kursierten viele Gerüchte über Mr. Edgeworth. Seine Feinde waren nicht in der Lage, etwas gegen ihn zu unternehmen, weil er als Ankläger so unglaublich talentiert ist. Aber jetzt... Gibt es wirklich so viele Leute, die ihn hassen? In unserer Welt setzen sich nur die Besten durch. Mr. Edgeworth ist nicht nur das. Er ist auch jung. Ich kenne kein besseres Rezept, um sich Feinde zu machen. Herr Dick, weiter so! Jawohl! Lassen Sie uns mal wieder essen gehen. Ich lade Sie ein. Jawohl! Sie müssen mich mal wieder in diesen Laden mitnehmen, okay, Dick? Jawohl! Es scheint so, als hätten Sie keine Probleme mit Feinden. Nun ja, ich bemühe mich nicht zu sehr aufzufallen. Jedenfalls mache ich mir Sorgen um ihn. Unter all diesem Druck könnte Edgeworth einfach zerbrechen, fürchte ich. Übrigens, ich habe mir vorhin, als der Kaffee durchlief, die Akte mal angesehen. Er scheint sich echt Sorgen um Edgeworth zu machen. Nun, haben Sie etwas herausgefunden? Die einzigen Beweise hinterließ Dark bei seinem letzten Überfall. Sein letzter Überfall? Sie meinen... Als er Staatsanwalt Marshall umbrachte, der ein Mädchen beschützen wollte. Mich? Ich befürchte, am Ende kommt noch irgendwie heraus, dass Dark niemanden getötet hat? Und dass das alles Gant war? Scheint so. Verdammt. Scheint so, als hätte Inspektor Gumshoe nicht gewusst, dass es Emma war. Damals ließ er die belastendsten Beweise überhaupt zurück. Und? Was war das? Mal sehen. Ich glaube, es hat etwas mit der Mordwaffe zu tun. Ach, hab's vergessen. Sehen Sie, es muss irgendwo hier drin stehen, okay? Sein Erinnerungsvermögen ist immer wieder beeindruckend. Vielleicht sollten wir ihm die Mordwaffe zeigen. Vielleicht weckt das seine Erinnerung. Wir hören uns erstmal das nochmal an und dann machen wir das. Joe Dark war 42, als das Verbrechen geschah. Er war ein typischer Geschäftsmann. Ein Geschäftsmann? Wie wurde er dann zum Serienmörder? Eines Tages hat er auf seinem Heimweg jemanden mit seinem Auto überfahren. Klingt jetzt nicht nach dem Start eines Serienmörders. Mit einem Auto? Es war also ein Unfall? Klingt so. Ein Unfall, ja. Aber der weckte das Tier in ihm. Aber würde dieses geweckte Tier dann nicht immer wieder Leute überfahren?
Also, das ist doch das, was man zumindest in der Popkultur immer bei Serienmördern hat. Das, beziehungsweise bei Serientätern. Dass sie immer gleich agieren, dass sie ein Muster haben. Das ist in jeder Krimiserie, Film oder sonstigen Kriminalsache so, dass ein Serienmörder immer gleich agiert. Also ein Muster hat. Ob das nun wirklich so ist, keine Ahnung. Kenne ich mich nicht aus, aber so wird es doch dargestellt. Dementsprechend hätte ich jetzt gedacht, naja, jetzt fährt er alle Leute tot. Ein Tier? Er tötete einen Unfallzeugen. Dann brachte er... Ein Kind ging vorbei, also brachte er es auch um. Als... Was soll denn das? Oh, ich versteh's nicht. Warum wird das jetzt automatisch durchgescrollt? Oh! Und ich wäre nicht viel schneller gewesen, wenn ich nicht laut gelesen hätte. Oh, ist das dumm gerade? Warum? Das ist der zweite Text jetzt in diesem Fall, der merkwürdigerweise ohne Begründung automatisch durchliest. Ich habe nichts gedrückt. Es ging einfach blub, 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 blub. Wie soll ich das denn dann lesen? Es gibt Stellen, wo das Sinn macht. Aber hier macht es eigentlich gar keinen Sinn, weil es hier doch einfach... Ich hätte gern gewusst, was Gumshoe erzählt. Ist das ein Fehler? Es muss ein Fehler sein. Weil es würde keinen Grund ergeben, warum das jetzt so komisch durchgelaufen ist. Verstehe es nicht. Mir fehlt jetzt ein richtiger Batzen Informationen. Und ich kann nicht zurück. Oh, es ist scheiße. Ich reg mich nicht oft über dieses Spiel auf. Vielleicht über die Story-Elemente, aber... Das war gerade mies. Ich hätte das... Wie gesagt, ich hätte das auch unter normalen Umständen in der Geschwindigkeit nicht lesen können. Was soll denn das? Und es gibt hier auch leider nicht wie bei Digimon Survive so ein Protokoll, wo ich nochmal nachlesen kann, was gerade erzählt wurde. Das kann nicht richtig sein. Schließlich stellte er sich. Es scheint so, als wäre er ein ziemlich unvorsichtiges Tier gewesen. Ich habe keine Ahnung. Es ist mir nicht möglich, es nachzuvollziehen. Es klang gerade irgendwie so in der Kombination, als hätte er einfach... Weil ich weiß noch, er hat jemanden überfahren. Dann hat er einen Zeugen vom Unfall getötet. Und dann ging es so schnell, dass ich nicht sicher bin, ob es vielleicht kein Serien, sondern ein Massenmord war, weil er einfach alle um die Unfallstelle herum getötet hat. Ich begreife es gerade nicht. Warum wurde das so krass gerade vorgespult? Ich kann es auch jetzt nicht googeln, weil... Dann werde ich gespoilert, aber... What? Ich verstehe es nicht. Was hat Gumshoe jetzt über Dark gesagt? War hier irgendwas? Nee. Vor allem, ich liebe, dass Joe Dark hier so dargestellt wird. Wir kennen doch sein Gesicht. Oh, das ist doch scheiße. Scheint so, als wäre er ein ziemlich unvorsichtiges Tier gewesen. Natürlich sind das alles nur Vermutungen. Es gab keinen einzigen kleinen Fetzen an Beweisen. Er hat sich also gestellt? Ja.
aber mitten im Verhör ist er abgehauen und hat sein letztes Opfer umgebracht. Staatsanwalt Marshall. Auch bei diesem Verbrechen gab es einen Zeugen, aber Dark wurde sofort verhaftet. Es war gut, dass der letzte Zeuge nicht getötet wurde. Der letzte Zeuge? Er meint wohl Emma. So, ich will jetzt mal gucken. Er tötete einen Unfallzeugen, dann brachte er einen Zeuge. So, wir machen das jetzt anders. Die ganzen Screenshots waren Quatsch, wir machen das jetzt anders. Wir machen das jetzt anders. Nein. Posten. Den muss er nur pausieren. Ein Unfall, ja, aber das weckte das Tier in ihm. Er tötete einen Unfallzeugen. Dann brachte er eine Zeugin des zweiten Mordes um. Ein Kind ging vorbei, also brachte er es auch um. Als er dann die Leichen begrub, kam ein Jogger vorbei und wurde ebenfalls getötet. Schließlich stellte er sich. So. Warum das so durchgespult wird, keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber jetzt werde ich das immer so lösen, weil ich das Gefühl habe, es ist nicht gewollt, dass das so durchgehetzt wird. Werde ich das jetzt, glaube ich, in Zukunft immer so machen mit dem Screenshot. Aber es war eine gute Idee, sie ist mir leider zu spät gekommen. Präsentieren. So, Mordwaffe. Ding. Zu diesem... Hey, sagen Sie nicht das! Da ist ein Anhänger dran, auf dem Fall SL9 steht. Ich denke, das ist die kaputte Mordwaffe, von der Sie gesprochen haben. Was machen Sie denn damit? Seit jener Fall abgeschlossen war, war dieses Messer in einem Schrank eingesperrt. An dem Tag, an dem Inspektor Goodman starb, verschwand es plötzlich aus dem Schrank. Und wurde dann wieder im Auspuff von Mr. Edgeworths Auto gefunden. Das ist es. Jetzt kann ich mich wieder erinnern, was das für ein belastendes Beweisstück war. Als sie mir dieses Messer zeigten, ist mir alles wieder eingefallen. Nun, was ist es, Inspektor? Schnell, bevor Sie es wieder vergessen. Dieses Messer gehörte Joe Dark. Verdammt. Dieses Messer gehörte Joe Dark, richtig? Das stimmt. Wir fanden das Geschäft, wo er es gekauft hatte. Seine Fingerabdrücke waren darauf. Aber keiner hat je beobachtet, wie er damit jemanden ermordet hat, oder? Dann war es mit seinem Glück vorbei. Wenn Sie sich das Messer mal genau ansehen, werden Sie feststellen, dass es kaputt ist. Man muss nicht genau hinsehen, um das zu erkennen. Nun, wie auch immer. Raten Sie mal, wo die abgebrochene Spitze des Messers gefunden wurde. Dadurch wurde er überführt. Wo war sie? Das Opfer, Neil Marshall, hatte sie in seinem Körper. Sie wurde tief in der Stichwunde gefunden. Passte sie zu Darks Messer? Hundertprozentig. Bis zur letzten Faser. Das ist ziemlich überzeugend.
Nils Autopsiebericht zur Gerichtsakte hinzugefügt. In den Rücken gestochen. Tod durch punktiertes Herz und Lunge. Messerstich in Wunde. Ja, aber es ist auch merkwürdig. Erstens haben wir doch gesehen, dass er irgendwie... Gut, sie haben gerungen. Aber da sah das mehr aus, als würde er von vorne erstochen werden. Aber... Wie kann denn ein Messer im Körper abbrechen? Egal. Springmesser in der Gerichtsakte aktualisiert. Nun, das war's in aller Kürze. Das ist alles, was ich weiß. Kann ich Sie noch um etwas bitten? Was denn? Wenn Sie Geld brauchen, sollten Sie sich an den Polizeichef Gant wenden. Es geht nicht um Geld, aber es betrifft den Polizeichef. Sein Büro ist ein Tatort. Dort wurde der Staatsanwalt Neil Marshall ermordet. Der Polizeichef ist jetzt unterwegs und sein Büro ist abgeschlossen. Aber wir würden uns gerne mal etwas umsehen, falls das geht. Nun, die Tür kann mit jeder Ausweiskarte eines Inspektors geöffnet werden. Hab ich meine Ausweiskarte noch? Ich hab meine noch, sehr schön. Was? Wirklich? Aber wenn ich einen Zivilisten dort hineinlasse, würde ich wegen Vertrauensbruch belangt werden. Ja, gut, dass wir die Ausweiskarte für einen von einem toten Inspektor haben. Vertrauensbruch? Ganz einfach ausgedrückt. Dann werde ich gefeuert. Oh. Tut mir leid, mein Lieber. Ich habe nicht vor, wegen Ihnen entlassen zu werden. Was ist mit diesem Ausweis? Der hat Inspektor Goodman gehört. Das wird auch nicht gehen. Die Daten wurden an dem Tag seines Todes gelöscht. Oh, shit. Oh. Anders ausgedrückt, Inspektor Gumshoe ist der einzige Weg, in das Büro zu kommen. Ich frage mich, ob wir ihm etwas zeigen könnten, damit er sich anders überlegt. Hm. Vielleicht weiß er hierüber was. Das ist das Ausweisverzeichnis, oder? Ja, es fehlt nur noch eine Nummer, die untersucht werden muss. Um 16.20 Uhr muss das Opfer, Inspektor Goodman, mit jemand anderem den Beweisraum betreten haben. Mit jemandem, der die Nummer eines leitenden Beamten hat. 7777777. Das ist eine 7 zu viel, Inspektor. Ein leitender Beamter. Ich hab da so eine Ahnung. Ja, ich auch. Ne, wir können ihn dazu nicht ansprechen. Können wir ihm was zeigen? Was wir... Vielleicht die Vase? Zu dieser Vase. Ich glaube, ich habe sie schon mal irgendwo gesehen. Irgendwo? Oder es ist eine dieser Erinnerungen, die man aus seinem früheren Leben hat. Er ist der uninformierteste Inspektor, den ich kenne. Irgendwas an der Sache ist mir unangenehm. Es ist so, als wäre ich im Büro des Polizeichefs und er schreit mich an. Polizeichef Gant? Wo könnte ich die schon gesehen haben? Well, wo du den guten Polizeichef schon erwähnst. Lassen Sie sich einen Rat von einem Inspektor geben. Wenn Sie keine Ahnung haben, dann halten Sie Ihre Klappe. Verdammt. Warum kann ich nicht Beweise kombinieren? Das werde ich mir merken. Psst. Hmm.
Hängt das mit unserem Fall zusammen? Schon mal gar nicht. Zumindest sagt Edgeworth das. Hm, das macht es umso verdächtiger. Wer weiß, vielleicht ist das der Hinweis, der den Fall entscheidet. Wäre das nicht genial? Oh, eine Verlustmeldung, hä? Sehr beeindruckend, Inspektor. Sie haben sofort gewusst, was es ist. Nun, ich bin ein Meister des Verschlampens, weißt du? Meister? Das hat so einen tollen Klang. Ich sehe das so, wenn Dinge verloren gehen sollen, dann gehen sie eben verloren. Oh, darüber kriegen wir das. Okay. Das ist einfach höhere Macht am Werk. Wow, eine höhere Macht. Vielleicht sollte ich Emma keine Beweise halten lassen. Wir sollen ihm was zeigen, damit er uns ins Polizeidings lässt. Ins Büro vom Polizeichef. Ich habe keine Ahnung. Wer ist die Lunchlady inzwischen wieder da? Die Lunchlady ist nicht da. Vielleicht ist Edgeworth da? Er ist da, sehr schön. 24. Februar, Büro des Oberstaatsanwalts, Zimmer 1202. Ich frage mich, ob Edgeworth schon zurück ist. Da ist er! Sieht so aus, als würde er etwas schreiben. Hä? Was machen Sie denn hier? Er hat sich ganz schön beeilt, dieses Papier auf den Boden fallen zu lassen. Ah. Harter Tag im Gericht, hä? Ich musste schon die letzten 2 Jahre damit leben, dass Gerüchte im Umlauf sind. Was macht mir eine weitere Anschuldigung da noch aus? Kopf hoch, Mr. Edgeworth. Ich werde Sie anfeuern. So ist Edgeworth nun mal. Versucht immer, seine wahren Gefühle zu verbergen. Was wollen Sie eigentlich? Im Gegensatz zu anderen Leuten habe ich nicht den ganzen Tag Zeit. Was ist das für ein Papierchen hier? Ich frage mich, was er vorhin geschrieben hat. Kommen Sie, Mr. Wright. Lassen Sie uns mal nachsehen. Bist du verrückt? Edgeworth sitzt doch genau dort. Lenken Sie einfach ab. Ich werde nachsehen. Hey, Edgeworth. Ist das Inspektor Gumshoe da draußen? Und ein, jetzt stürzt er ab. Moment. Erst will ich sehen, was das Mädchen macht, das um meine Füße herumkrabbelt. Er hat nicht einmal geschaut. Natürlich nicht. In der Beziehung zwischen den beiden gibt es ein ganz klares Machtverhältnis. Was? Kündigung? Wenn du nicht lesen kannst, lese ich es dir vor. Warum dieses komische Grinsen? Da steht Kündigung. Kündigung? Edgeworth, Sie wollen doch nicht etwa... Ich bin müde, Mr. Wright. Ich fühle mich, als wäre etwas in mir gestorben. Aber Mr. Edgeworth, das ist doch alles nicht Ihre Schuld. Ich weiß, auf welchem Pfad ich gegangen bin. Das muss mir keiner sagen. Und der Pfad, auf dem ich ging, war nicht rechtschaffend. Ich kann mir nicht verzeihen, was ich getan habe. Und dann sollte mir auch sonst niemand verzeihen. Oh, ich glaube, er meint es ernst. Mr. Wright, bitte, Sie müssen etwas unternehmen. Dieses Kündigungsschreiben. Ich frage mich, ob ich damit etwas anfangen kann. Wir haben die Unterschrift von Edgy. Moment, wir haben das Kündigungsschreiben.
Gamschu wird alles unternehmen, um das zu verhindern. Wobei es Sinn machen würde, dass wir vielleicht, beziehungsweise nicht vielleicht, ich weiß ja, dass wir in zukünftigen Fällen auch andere Anwälte, also Staatsanwälte haben. Es könnte Sinn machen, dass Edgeworth einfach kündigt und halt kein Staatsanwalt mehr ist und deswegen andere immer wieder nachrücken. Ich habe kein, weil ich weiß nicht, was aus Edgeworth wird. So, will ich mit Edgy noch reden? Ah, gefälschte Beweise, komm, bohren wir eine Wunde. Es gibt keine Entschuldigung für das, was ich getan habe. Doch, Unwissenheit. Auch wenn Unwissenheit nicht von Strafe schützt, aber das wäre eine Entschuldigung. Vor 2 Jahren habe ich falsche Beweise benutzt, um einen Schuldspruch zu erwirken. Letztlich läuft alles genau darauf hinaus. Und diese Tatsache ist nicht zu ändern. Aber Sie haben es doch gar nicht gewusst, oder? Ich meine, dass die Beweise manipuliert waren. Das Polizeirevier und das Büro des Staatsanwalts vereint ein Band des Vertrauens. Wenn dieses Band zerschnitten ist, kann es passieren, dass wir alles verlieren. Der Fehler des Polizeireviers ist mein Fehler als zuständiger Staatsanwalt. Diese Tatsache ist unumstößlich. Egal, welche Ausreden ich habe. Edgeworth. Ich bin stolz auf meine Arbeit. Sagen Sie mir also warum. Warum musste alles so weit kommen? Selbst Edgeworth kann diese Art von Gefühlen nicht unter Verschluss halten. Oh, ich mache 3 Kreuze, wenn der Stream heute zu Ende ist. Ich bin so fusselig im Mund. Brrr. Sind Sie für den Prozess morgen gerüstet? Erst der Prozess letztes Jahr, jetzt dieser. Sie scheinen sich immer um mich zu sorgen. Ehrlich gesagt, gehen Sie mir damit auf die Nerven. Aber Mr. Edgeworth, Sie können doch nicht einfach den Prozess hinschmeißen. Morgen ist der letzte Tag. Es ist zu spät, den Staatsanwalt auszutauschen. Ich wette darauf, setzen meine Vorgesetzten. Ich hatte nie gedacht, dass dieser Fall mich mal so verfolgen würde. Was meinen Sie damit? Diese Beweisliste. Sie scheint zu kurz zu sein. Die meisten Listen sind doppelt so lang. Sie sind nur halb so lang wie die meisten anderen Listen? Das ist seltsam. Nachdem Neil Marshall ermordet wurde, übernahm ich denselben Fall als Staatsanwalt. Ich war zwar nicht an der Ermittlung beteiligt, aber zu jener Zeit hatte ich nur einen einzigen Gedanken. Ich würde mit den vorhandenen Beweisen die Schuld des Angeklagten beweisen. Sagen Sie, wir haben eben ein Bild gesehen, das zu jener Zeit gemacht worden ist. Dieses Bild? Irgendwas kam mir daran komisch vor. Ja, weil sein Preis dann noch ein Schwert hatte. Könnten Sie uns nochmal erzählen, was an diesem Tag passiert ist? An dem Tag, an dem Inspektor Goodman ermordet wurde? Sie haben an einer Zeremonie im Polizeirevier teilgenommen, richtig? Ich konnte Zeremonie noch nie was abgewinnen, aber an dieser musste ich teilnehmen. Weil Sie diese Auszeichnung erhielten? Diejenigen, die Auszeichnungen erhalten, können Sie schlecht vor der Zeremonie drücken. Ich hätte morgens klar Schiff gemacht. Dann bin ich zum Polizeirevier gefahren. Sie haben im Büro klar Schiff gemacht? Ja, nur Kleinigkeiten. Bürokram. Ich hatte nicht vorgehabt, an diesem Tag nochmal ins Büro zurückzukehren. Das heißt, bis ich gebeten wurde, etwas zurückzubringen. Etwas zurückzubringen? Das hier. Ach ja, Polizeichef Gent hat sie gebeten, das aufzubewahren, richtig? Ah, verdächtig. Ja, es war ein Beweisstück aus einem Fall, der ein halbes Jahr zuvor abgeschlossen war. Er bat mich, es zum Büro des Staatsanwalts zurückzubringen. Das ist die Geschichte, die wir gestern gehört haben.
Sie sind also zum Büro des Staatsanwalts zurückgekehrt, weil der Polizeichef Sie bat? Das ist richtig. Interessant. Dieses Bild hing an der Wand im Büro vom Polizeichef Gant. Staatsanwalt Neil Marshall. Er war gerade dabei, sich einen Namen zu machen. Scheint, als wäre es gemacht worden, als er die Trophäe König der Staatsanwälte bekam. Da wir gerade davon reden, da gibt es etwas, was mich irritiert. Ja? Die Trophäe, die Mr. Marshall da in der Hand hält, ist ein bisschen anders als ihre. Ja, du hast recht. Jetzt erinnere ich mich. Woran erinnern Sie sich? Das war die offizielle Staatsanwaltstrophäe, die bis zu jener Zeit verliehen wurde. Dahinter verbirgt sich eine Geschichte. Eine Geschichte? Klingt interessant. Macht es Ihnen was aus, sie uns zu erzählen? Sie ist wirklich ganz einfach. Widerspruch. Darauf basiert diese Auszeichnung. Was? Diese Auszeichnung geht auf ein altes chinesisches Märchen zurück. Ein Schild, der nicht durch keinen Speer gebrochen werden kann, gegen einen Speer, der jeden Schild durchdringt. Was ist stärker? Im Chinesischen wird das Wort Widerspruch mit zwei Schriftzeichen geschrieben. Das erste heißt Hellebarde, das zweite bedeutet Schild. Schon mal gehört? Ich bin mir ziemlich sicher, das erste Schriftzeichen heißt nicht Hellebarde, sondern eher Speer. Weil die Hellebarde ist was sehr Genaues. Sicher? Jeder weiß das. Warum erzählen Sie uns das? Ach, wegen Emma. Nun gut. Es war einmal im Königreich Chu. Da gab es einen Waffenhändler. Eines Tages schenkte er dem König zwei Dinge. Das erste war ein Speer, der angeblich jeden Schild und jede Rüstung durchdrang. Das zweite war ein Schild, der angeblich jeder Waffe trotzen konnte. Moment mal. Einspruch! Diese Behauptungen widersprechen sich ja. Sehr scharfsinnig. Aber Sie hatten die Geschichte ja auch schon mal gehört, nicht wahr? Jedenfalls, wie Sie schon sagten, widersprechen sich diese Beschreibungen. Als der König darauf hinwies, war der Händler sprachlos. Und so war das chinesische Wort für Widerspruch geboren. Ach so! Also symbolisieren der zerborstene Schild und das zerbrochene Messer? Ganz genau. Sie symbolisieren die Gaben des Händlers. Das alte Märchen endet damit, dass der Händler keine Worte mehr findet. Aber es liegt in unserer Natur, den Dingen auf den Grund zu gehen. Auch wenn sie dabei so etwas Hässliches wie das hier ergibt. Wow! Danke, Mr. Edgeworth. Heute habe ich was Neues gelernt. Das ist komisch. Wenn das so ist, warum haben Sie dann nur den Schild verliehen bekommen? Da müssen Sie schon Polizeichef Gant fragen. Vor 2 Jahren hat er den Speerteil der Auszeichnung abgeschafft. Verdächtig. Polizeichef Gant. Interessant. Gut. Tschüssili. 24. Februar. Büro der Staatsanwaltschaft. Tiefgarage. Oh nein. Entschuldigen Sie bitte. Hat einer von Ihnen beiden Lust auf ein Viertelpfund Roastbeef? Oh Gott, no.
Miss Star, hier sind wohl die Steaks ausgegangen. Sie sind sicherlich von der neugierigen Sorte, stimmt's? So in etwa wie der erste Mensch, der an einem Kuhäuter Milch entdeckt hat. Was? Dennoch hätte ich nie gedacht, dass sie den Fall von vor 2 Jahren ausgraben würden. Jeder bei diesem Prozess war in den Fall SL9 verwickelt. Nicht nur das, sondern der Mord geschah an dem Tag, als der Beweistransfer von jenem Fall fällig war. Das kann man wohl kaum noch als bloßen Zufall betiteln. Haben Sie da nicht etwas vergessen? Wissen Sie, dieses kleine Schauspiel, das ich mit ansehen durfte? Der Moment, in dem Lana Inspektor Goodman mit einem Messer erstochen hat. Egal, was Sie noch aus der Vergangenheit ausgraben, ich sah, was ich sah. Ja, ich trau dir nicht. Roastbeef soll man sich auf der Zunge zergehen lassen. Miss Stars Hass auf Lana. Das alles geht auf die Ereignisse von vor 2 Jahren zurück. Darks Ermittlung. Joe Dark. Das ist ein Name, den ich nicht so schnell vergessen werde. Wir waren ihm ein halbes Jahr lang auf den Fersen. Was für ein Druck. Dennoch glaubte ich nicht, dass ich mich jemals lebendiger gefühlt habe. Jene Tage waren heißer als kochendes Wasser. Für den armen Jack Marshall musste es jedoch die Hölle gewesen sein. Sie meinen wegen des Todes seines Bruders? Die beiden standen einander sehr nah. Nachdem Neil gestorben war, geschah etwas mit Jake. Er wurde richtig besessen. Jake, so zu sehen, ließ ihn noch mehr verzweifeln. Sie? Lana Sky. Meine Schwester? Wahrscheinlich war sie verknallt in ihn oder irgendwie so. Die Besten der Besten wurden auf den Fall SL9 angesetzt. Natürlich übernahm das legendäre Duo die Leitung. Lana und Polizeichef Gant. Nach Ende des Falls. Dieses legendäre Paar war der Grund, warum wir unsere Ermittlungen fortsetzen konnten. Deshalb waren wir so geschockt davon, was daraus wurde. Sie meinen die Manipulation der Beweise? Verstehen Sie mich nicht falsch. Joe Dark bekam, was er verdient hatte. Dennoch war es offensichtlich, dass dem Gericht manipulierte Beweise vorgelegt wurden. Niemals gefundene Gegenstände tauchten plötzlich auf. Andere Beweise wurden unterschlagen. Aber Sie hatten keine Beweise dafür, dass etwas Illegales gemacht wurde. Ich bin Beweis genug für das, was passiert ist. Nach dem Fall wurden wir alle, außer Goodman, unserer Pflichten entbunden. Die meisten sogar ohne jede Erklärung. Dann wechselte Lana Sky zur Staatsanwaltschaft und wurde Generalstaatsanwältin. Lana wollte immer Anklägerin werden. Nichts ist jemals ganz so einfach, wie es scheint. Hä? Lana Sky wurde lediglich als Bauernopfer benutzt. So sehe ich die Sache. Sie wurde benutzt? Ha! Ha!
Damon Gant und Lana Sky. Vor 2 Jahren waren Gant Oberinspektor und Lana seine Stellvertreterin die Besten. Sie haben alle möglichen Fälle zusammen aufgeklärt, oder? Damon Gants Magnetismus war fast schon unglaublich. Sein Magnetismus? Damit meine ich seine Fähigkeit, Beweise anzuziehen. Er lieferte die unglaublichsten Beweise in seinen Fällen. Unglaubliche Beweise? Meinen Sie damit? Oh ja, es gab schon damals Gerüchte hinsichtlich seiner Person. Niemand hatte es jedoch gewagt, ihn damit zu konfrontieren. Ich gehe mal davon aus, dass sie von manipulierten Beweisen spricht. Damals war Lana für alle ein Vorbild. Alle Inspektoren wollten so sein wie sie. Wirklich? Oh ja. Ich selbst natürlich auch. Ich war ein Narr. Sie hasste alle krummen Sachen und passte auf die anderen Inspektoren auf. Deswegen war sie so sehr um Jake besorgt. Mr. Marshall? Als Jakes Bruder ermordet wurde, war das für sie, als wäre es ihr Bruder gewesen. Wenn sie nicht gewesen wäre, hätte sich Jake wohl nie von dem Schock erholt. Das macht das Ganze umso ärgerlicher. Mister! Deswegen werde ich ihr nie verzeihen können. Warum musste sie dann so kalt werden? Oh, das macht... Das ist Tatsache ein schöner Grund... Also, Tatsache ein guter Grund für diesen Groll. Das macht Sinn. Lana wechselte vor 2 Jahren zur Staatsanwaltschaft, nicht wahr? Ja. Dank des gewaltigen Einflusses von Polizeichef Gant. Polizeichef? Stimmt genau. Durch die Aufklärung des Falls SL9 sicherte er sich den Posten. Es gab nur noch eine Sache, deren Kontrolle er sich bemächtigen musste. Und dann wäre ihm keiner mehr im Weg. Die Staatsanwaltschaft. Was? Wollen Sie etwas sagen? Deswegen ist Lana versetzt worden? Wer die Generalstaatsanwältin in der Hand hält, kontrolliert die Staatsanwaltschaft. Das muss schon die ganze Zeit sein Ziel gewesen sein. Aber wie konnte er Lana in der Hand haben? Weiß ich nicht. Aber eins ist sicher. Seit dieser Fall abgeschlossen wurde, war sie nicht mehr dieselbe. Es ist nur logisch, daraus zu folgern, dass es einen Grund für ihren Wandel gegeben haben muss. Endlich. Endlich komme ich diesem hässlichen Durcheinander auf den Grund. Ja, und scheinbar auch ein Grund dafür, warum sie die Klappe hält und sich so bereitwillig in die Opferrolle begibt. Vielen Dank, Mister. Hören Sie mir zu, Sie Anfänger. Für ein Gourmetgericht sind mehr als nur erlesene Zutaten erforderlich. Ich hoffe, aus Ihnen wird mal ein besserer Koch, als ich es war. Okay, cool, danke. Warum kriegen die Deppen jetzt alle so eine Redemption-Arc? Das ist ganz merkwürdig gerade. So, wir gehen zum Polizeirevier. Und wir gehen zum Polizeirevier. »24. Februar. Polizeirevier. Kriminalabteilung.« »Ach, Sie sind wieder da.« »Sie sind noch hier?« »Ich muss 150 Kopien von diesen Akten machen. Kaffee kochen, Akten kopieren. Ich werde noch ein richtiger DJ.« Sie sind auch DJ? Wenn ich mich nicht irre, meint er eher Desk-Jockey.
Oder Datenjongleur. Ach, so ein DJ. Ich muss ihre Hartnäckigkeit schon bewundern, aber meine Antwort ist immer noch nein. Ich lasse sie nicht ins Büro des Polizeichefs. Basta! Das wäre mein Ende. Dieses Büro ist der letzte Tatort im Fall SL9. Ich muss mich unbedingt da drin umsehen. Es muss doch etwas geben, womit wir den Inspektor umstimmen können. Ja. Die Kündigung seines Geliebten. Was ist das für ein zerknülltes Papier? Unmöglich! Das kann Mr. Edgeworth nicht ernst meinen. Meint er jemals etwas nicht ernst? Ich kann nicht fassen, dass er so unter Druck gesetzt wurde. Mr. Edgeworth fühlte sich wirklich verantwortlich. Zuerst dachte ich, er wäre eiskalt. Aber jetzt weiß ich es besser. Er hat uns Inspektoren vertraut, dass wir ihm solide Beweise liefern. Aber wir haben ihn einfach verraten. Inspektor! Jetzt reicht's. Ich habe mich entschieden. Aber... Hier, nehmen Sie meinen Ausweis. Das können wir nicht tun, wenn das rauskäme. Würde man sie nicht mit einer weiteren Verlustmeldung davonkommen lassen? Sehen Sie mich an. Ist auch kein Geheimnis, dass ich schon nicht mehr dazugehöre. Schließlich sind Mr. Edgeworth und ich Freunde. Je nachdem, wie dieser Fall ausgeht, könnte ich eh schon so gut wie entlassen sein. Was? Lassen Sie mich wenigstens das für Mr. Edgeworth tun. In Ordnung, Inspektor. Vielen Dank. Wow. Kriegen wir dann beim nächsten... Ich hoffe, Gumshoe ist jetzt nicht wirklich raus. Ich mag Gumshoe. Februar. Polizeirevier. Büro des Polizeichefs. Auf geht's, Miss... Auf geht's, Mr. Wright. Okay, wir müssen irgendwie diesen Safe öffnen. Sesam, öffne dich! Wenn uns jetzt jemand entdeckt... Dann ist Inspektor Gumshoe erledigt. Sollte das passieren, rechne ich fest damit, dass sie mich rauspauken. Nicht, wenn sie hier sind. Tut mir leid, ich dachte, sie wären ein Geist. Ich wusste nicht mal, dass man einen Geist schlagen kann. Hat sie nicht schon mal geschlagen? Ah, Inspektor Gumshoe! Warum schleichen Sie uns nach? Ich bin nicht geschlichen. Ich war nur besorgt, dass etwas schiefgehen könnte. Deswegen bin ich nachgekommen. Wenn Sie hier sind, warum haben Sie uns dann Ihren Ausweis gegeben? Zerknüllt Ausweis von Gumshoe in der Tasche. Der ist aus Plastik. Wie kann er den zerknüllen? Hey, tun Sie das meinem Ausweis nicht an! Ich habe so gut wie nie Gelegenheit, hier hineinzukommen. Also dachte ich mir, dass ich mich selbst mal etwas umsehe. Außerdem sitzen wir doch jetzt alle im selben Boot. Sie wollen wirklich, dass man sie rausschmeißt? Nicht, wenn wir Glück haben. Auf geht's. Sehen wir nach, ob wir was finden können. Ich habe gar kein gutes Gefühl dabei. Kann ich noch mit ihm reden? Dieser Schreibtisch auf der anderen Seite des Zimmers. An dem saß deine Schwester. Ja, dort habe ich auf Lana gewartet. An jenem Tag von vor 2 Jahren. Benutzt ihn jetzt irgendwer? Nein, das Büro gehört dem Polizeichef jetzt ganz allein.
hält sicher streng an den Grundsatz, den Tatort nicht zu verändern. Das ist ein komischer Grund, ihn da stehen zu lassen. Er lässt ihn als Mahnung an alle anderen stehen. Er will, dass wir immer wachsam sind. Das hätte er uns selbst bei unserer Neujahrsfeier gesagt. Allerdings war er zu diesem Zeitpunkt ziemlich betrunken. Verstehe. Seit also Lana versetzt wurde, hat niemand mehr diesen Schreibtisch angefasst? Niemand außer Polizeichef Gant und der Putzfrau, die jeden Morgen hier putzt. Dennoch, seit dem Vorfall sind 2 Jahre vergangen. Es kann unmöglich noch Hinweise geben. Ja, wer weiß? Wir haben Puder und eine Lösung. Kann ich Sie etwas fragen? Sicher. Sie sind nur hergekommen, um sich mal umzusehen, weil es ein Tatort des Falls SL9 ist. Ich meine, das ist der einzige Grund, warum Sie hergekommen sind, oder? Warum fragen Sie? Sie glauben doch nicht. Nee, Sie würden nicht. Nein. Nein, das ist nicht möglich. Egal. Machen Sie sich keine Gedanken. Okay. Nun, dann schauen wir uns noch einmal um. Hey, einen Moment. Nicht so schnell, Freundchen. Hä? Was ist denn? Machen Sie sich keine Gedanken? Heißt doch, dass Sie hellhörig werden sollten. Das lässt man doch nicht einfach so auf sich sitzen. Tut mir leid. Langsam geht mir dieser Kerl auf die Nerven. Okay, was beunruhigt Sie also? Sie beide glauben doch nicht etwa, Polizeichef Gant könnte ein Verdächtiger sein, oder? Was? Ja, Mr. Wright, was halten wir eigentlich von ihm? Ich glaube schon, dass er verdächtig ist. Polizeichef Gant. Jetzt sind wir doch bei dieser Frage gelandet. Was halte ich von ihm? Vielleicht sollte ich meine Meinung nicht preisgeben. Vorerst. Jetzt geht das schon wieder los. Er ignoriert mich. Ich hätte gern darauf geantwortet. Untersuchen wir den Bums. Ne, untersuchen wir erstmal seine Hälfte. Wow! Sehen Sie sich die Ausmaße von Polizeichef Gans Schreibtisch an. Da wir gerade davon sprechen, als wir zuvor hier waren. Ah, Sie beide! Polizeichef Gant! Er hat dieses Dokument, das er gelesen hat, in seinen Schreibtisch gelegt. Und das ist eine Beweisliste, das haben wir doch gerade bei Edgeworth gesehen. Ich frage mich, was er da gelesen hat. Das sieht aus wie eine Beweisliste, die in einem Fall verwendet wurde. Eine Beweisliste? In den meisten Fällen ist die Liste 2-mal so lang wie diese hier. SL9. Hey, sehen Sie sich den Namen des Falls an. Hä? Fall SL9? Ich frage mich, was die hier zu suchen hat. Moment mal, Inspektor. Was haben Sie eben gesagt? Ich sagte, ich frage mich... Nein! Über die Weißlisten. Normalerweise sind die doppelt so lang? Das wissen wir doch schon. Ja, richtig. Ich denke, es gab halt nicht viele Beweise. Oh, natürlich. Das ist nicht die gleiche Liste, die sowohl Staatsanwaltschaft als auch der Polizeichef haben. Es ist sogar dieselbe Liste. Das heißt, es wurde der der Staatsanwaltschaft nur die halbe Liste gegeben. Die andere Hälfte sehen wir jetzt gerade hier. Oh. Eine halb so lange Beweisliste. Diese Beweisliste, sie scheint zu kurz zu sein. Die meisten Listen sind doppelt so lang. Was hat dann die andere Hälfte der Liste hier zu suchen?
Ich hab's gewusst! Der Polizeichef unterschlägt etwas zu diesem Fall. So sieht's aus. Beweisliste zur Gerichtsakte hinzugefügt. Beweisliste des Falls SL9. Durchgerissen. Nur ein Teil erhalten. Mal sonst noch was? Wow, sind sich diese Ausmaße... Ja, okay, ist dasselbe. Das haben wir in seiner Schublade gefunden. Eine Beweisliste aus dem Fall SL9. Mr. Edgeworth hat die andere Hälfte dieser Liste. Was hat diese Liste hier verloren? Wir sollten uns diese Liste mal etwas näher ansehen. Okay, dann tun wir das doch. Oho. Hallo, was haben wir denn hier? Was ist das? Sieht aus, als hätte jemand eine Skizze aufgezeichnet. Was? Was ist? Haben Sie etwas gefunden? Ich kann es nicht erkennen. Vielleicht sollte ich es lieber nicht erwähnen. Hä? Oh, oh nein, nichts. Ach, verdammt. Hä? Oh, nein, nichts. Was schauen Sie so, Mr. Wright? Ich vergesse dieses Bild besser ganz schnell wieder. Nein, ich werde es nicht vergessen. Ich werde mich hüten, dass es vergessen. Das hier ist alles echt, oder? Diese Rüstung und diese Waffen. Eine unzerstörbare Rüstung und ein unbesiegbarer Speer. Sicher, mein Lieber. Der Polizeichef mag keine Imitation. Erst die Orgel, jetzt die Rüstung. Wissen Sie, wie viele Dollars der Steuerzahler in diesem Zimmer stecken? Was? Sie glauben, wir bezahlen für das alles? Ja, natürlich. Wer sonst? Das war's. Ich zahle überhaupt keine Steuern mehr. Du bist 16. Du bezahlst sowieso keine Steuern. Du zahlst doch noch überhaupt keine Steuern. Psst. Vorsicht mit dem, was Sie sagen. Wer weiß, der Polizeichef könnte in dieser Rüstung stecken und uns zuhören. Ich glaube nicht, dass er da reinpasst. Selbst wenn, käme er da nie wieder raus. Still jetzt. Sie beide wissen nicht, wie furchterregend der Kerl sein kann. Gut, gucken wir uns den Safe an. Das ist ein Tresor, oder? Tresor? Dieses Wort riecht förmlich nach Intrige. Okay. Wenn Sie meinen... Sieht so aus, als müsste zum Öffnen ein Code in dieses Bedienfeld eingegeben werden. Ha. Eine siebenstellige Nummer. Ich glaube, ich habe da so eine Ahnung, welches ist. Ja, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Es ist die 49. Oder auch feiner Sand. Oder auch... Wissen Sie den Code? Ich habe so eine Ahnung. Oh, ich weiß es. Möchten Sie es mal mit meinem Geburtstag probieren? Es ist... Ich habe eine bessere Idee. Ein Schuss ins Blaue. Es ist... 7... 7, 7, 7, 7, 7, 7. Code bestätigt. Zugriff gewährt. Volltreffer! Welche Nummer haben Sie eingegeben? Wessen Geburtstag war es denn, mein Lieber? 7, 7, 7, 7, 7, 7. Die letzte Ausweisnummer in dieser Aufzeichnung. Was? Die Nummer des ominösen leitenden Beamten, der an jenem Tag den Raum betrat. Sie meinen... 7777777? Die Ausweisnummer? Ich glaube, dieses Mal war es eine 7 zu wenig. Das kann nur eins bedeuten. Das ist die Ausweisnummer von Polizeichef Garnt. Sagen Sie mal, will denn keiner hineinsehen? Doch! Was haben wir da drin?
Ist Geld drin? Wie viel hat er denn auf die Seite gelegt? Sehen Sie, es ist eine... Bam, bam, bam! Scherbe von einer zerbrochenen Tasse. Fast. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Wo habe ich die schon mal gesehen? Es ist noch etwas hier drin. Was ist das? Sieht aus wie ein Stück Ledertuch. Das ist ein Handabdruck, oder? Nee, das ist ein Handabdruck, oder? Hey, ich habe mal jemanden gesehen, der so ein Hemd trug. Aha, schieß los. Sie glauben, der Polizeichef hätte sich das Design ausgedacht? Was? Ich glaube nicht. Oh, nun, war nur so ein Gedanke. Ist das alles? Mehr war nicht in dem Tresor? Scheint so. Jetzt ist er leer. Dann sollten wir den Tresor wieder zumachen. Ein Stück Stoff mit einem Handabdruck drauf. Und eine Scherbe von einer zerbrochenen Tasse. Sie sehen wie Beweisstücke aus. Aber wenn Sie nicht beweisen können, dass Sie etwas mit dem Fall zu tun haben, fürchte ich, kann ich es nicht zulassen, dass Sie sie mitnehmen. Schließlich geht es hier um meinen Hals. Ach komm, der ist eh schon in der Schlinge. Lass uns Spaß haben. Na toll. Jetzt muss ich auch noch Ihre Relevanz beweisen, um sie zu bekommen. Inwiefern sind diese beiden Gegenstände in den Fall SL9 verwickelt? Na los! Es muss doch etwas geben, was wir dem Inspektor vorweisen können. Kann ich doch auch. Muss ich ihm das so zeigen? Scheinbar. Präsentieren. Das ist für die Hand und das ist für die Scherbe. Inspektor Gumshoe, könnten Sie sich diese Vase nochmal ansehen? Wir haben sie gemeinsam wieder zusammengesetzt. Das waren Zeiten. Nostalgie ist doch was, ist doch wohl noch etwas verfrüht. War diese Vase nicht ein Beweisstück aus jenem Fall? Das ist richtig. Auf einer der Scherben war ein Aufkleber, auf dem SL9 stand. Klingelt es jetzt bei Ihnen? Wissen Sie das Bruchstück, das wir gerade gefunden haben? Meinen Sie das, was im Tresor war? Ja, das. Das im Tresor war. Jetzt, wo wir darüber sprechen, klingt es gewaltig bei mir. Mal sehen, ob es passt. Scherben zusammenlegen. Hier, lassen Sie mich mal die Scherben sehen. Ich probier's einfach mal. Nur zu, mein Lieber. Zeigen Sie uns, was ein Anfänger drauf hat. Mr. Wright, hier ist etwas Klebstoff. Wenn ich das wieder zusammensetzen kann, beweist das, dass der Polizeichef Gant wissentlich Beweise versteckt hielt. Los geht's. Ich befürchte nur, eigentlich sind diese Beweise vor Gericht nicht zu gebrauchen. Plopp. Na also, es passt wie angegossen. Das heißt natürlich, Polizeichef Gant hatte wissentlich ein Stück der Vase in seinem Tresor versteckt. Anders ausgedrückt, er hat ein Beweisstück aus dem Fall SL9 unterschlagen. Aber... Hey Leute, sehen Sie sich das an. Was ist denn? Das Stück, das Sie gerade angeklebt haben, ist anders als der Rest. Wie mein? Da ist eine rötliche Linie drauf. Eine rötliche Linie?
Das ist Blut. Ich verstehe das nicht. Warum versteckt Polizeichef Gant das in seinem Tresor? Da in zur wackeligen Vase wurde aktualisiert. So, und hier guck dir das Patscherchen an. Oder hatten wir noch ein anderes Patscherchen? Wir haben noch ein anderes Patscherchen. Kann ich glauben, dass Wachtmeister Marshall sowas tun würde. Kennen Sie Wachtmeister Marshall? Natürlich! Er war für mich wie ein Mentor. Ernsthaft? Als ich damals anfing, schenkte er mir sogar einen kleinen Kaktus. Ehrlich? Er sagte, Dick, er wird sich sogar all deine Probleme anhören. Persönliche Notiz. Inspektor Gamschuh spricht mit einem Kaktus. Unfassbar, dass er nur noch Streifenpolizist ist. Jemand sollte mit ihm tauschen. Was? Warum sehen Sie mich so an? Okay, das war's nicht. Dieser Kerl hätte beinahe dafür gesorgt, dass wir den Fall heute verlieren. Was reden Sie denn da? Er hat den Blutfleck am Beweisschrank mit seinem Leben verteidigt. Das ist mehr, als man von den meisten anderen Wachtmeistern heutzutage sagen kann. Er hätte uns eine Menge Ärger erspart, wenn er nicht ganz so gut aufgepasst hätte. Ich muss allerdings zugeben, dass er recht hat. Dank des Blue Badgers konnten wir heute eine andere Möglichkeit beweisen. Die Möglichkeit, dass ein anderer Mord vor 17.15 Uhr stattfand. Oh, ist das die Lederweste? Ich wurde entlassen. Ich kann Ihnen keine Informationen mehr geben. Du wurdest nur nicht entlassen. Deswegen muss ich jetzt alles aus meinem System rauslassen. Das verstehen Sie doch. Seien Sie nicht zu negativ, Inspektor. Wir hätten aber trotzdem nichts dagegen, wenn Sie uns Ihre Informationen mitteilen. Ach, wem soll ich denn was vormachen? Ich wusste doch sowieso noch nie etwas Nützliches, was ich hätte wiedergeben können. Man muss positiv bleiben. Oh, das mit der Hand ist mit dem Handabdruck ist schwierig. Hey, sehen Sie, man kann es kaum erkennen. War das ein Fleck? Sieht nach Blut aus. Das Stück des Polizeichefs ist etwas anders. Die Blutflecke auf den anderen Stücken sind nur sehr klein. Aber der hier ist länglich. Das ist seltsam. Ich muss noch beweisen, wie ich diesen Handabdruck. Vielleicht hiermit? Gut, das hilft mir nicht. Ich brauche einen Grund für diesen komischen Lederlappen. Wir gucken uns mal den Rest noch an.
Die Orgel des Polizeichefs ist sicherlich eine Augenweide. Gelegentlich hören wir in der Kriminalabteilung, wie er darauf spielt. Die ist im zweiten Stock und das hier ist der 15. Stock. Wenn ein Inspektor Mist baut, ruft der Polizeichef ihn zu sich ins Büro und zwingt ihn stundenlang Orgelmusik anzuhören. Was ist so schlimm daran? Musik besänftigt die Seele. Danach kann der Inspektor tagelang nichts hören. Außerdem klingeln in seinen Ohren. Das ist also buchstäblich ein Folterinstrument. Aber werden denn die Ohren des Polizeichefs nicht auch beeinträchtigt? Hört sowieso niemals jemandem zu. Das ist eher irrelevant. Sehen Sie sich dieses riesige Fenster an. Da möchte man sich doch glatt durchschmeißen. Was? Wir sind hier im 15. Stock. Ich weiß. Ich habe doch nur gesagt. Was gesagt? Seit ich Inspektor geworden bin, träume ich davon, so etwas zu tun. Okay. Persönliche Notiz. Inspektor Gamschuh hat viele Träume. Solange er sich nicht durch dieses Fenster schmeißt, wenn er gefeuert wird. Sagen Sie das nicht! Diese Regale sind weitgehend leer. Lana hat sie wohl aufgeräumt, als sie zur Staatsanwaltschaft versetzt wurde. Auf dem linken Regal ist ein kleiner Bilderrahmen. Hey! Das war damals, als Lana und ich diesen Themenpark besucht haben. Samurai World? Das wurde an jenem Tag vor 2 Jahren gemacht. Achso, verdammt. Schon wieder Emma. Das wurde an jenem Tag vor 2 Jahren gemacht. Am Tag, als Joe Dark das Vernehmungszimmer verließ und Emma töten wollte. Nach dem Empfang seiner Trophäe machte Mr. Marshall hier ein Foto und hat dann Polizeichef Gant begleitet, um Dark zu verhören. Ich wette, er hat nicht gewusst, dass er wenige Stunden später tot sein würde. Was Sie nicht sagen. Nein. Das war Lanas Schreibtisch. Der ist sehr ordentlich. Lana hat schon immer gründlich sauber gemacht. Da ist nicht einmal Staub drauf. Sieht so aus, als würde er immer noch sauber gemacht. Ist Lana jemals wieder hierher zurückgekommen? Nein. Polizeichef Gant hält ihn wohl zum Andenken an ihre Partnerschaft sauber. Sie waren außerdem Zeug aus dem Legenden bestehen. Was? Ach, das habe ich schlecht gelesen. Hält er ihn zum Andenken an sie oder an das Verbrechen? Okay, ich glaube, ich werde jetzt mal... sprühen. Nein. Ja, ich habe mir gerade etwas von diesem Zeug gekauft. Jetzt kann ich auch rumgehen und Blutspuren finden. Wow! Ist das eine neue Sorte? Diese Flasche habe ich ja noch nie gesehen. Erhöhen Sie Ihre Körpergröße um 8 cm. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Gut, dass der Körpergröße steht, aber es war so klar, dass Gamschuh auf sowas reinfällt. Körpergröße? Hey, lass mich das mal sehen. Looming Tall. Klingt fast wie Luminol. Lass aber groß herauskommen. Gott sei Dank ist für die Körpergröße. Neue verbesserte Wachstumsformel. Wollen Sie etwa sagen, dass man damit keine Blutspuren finden kann? Nun...
Es ist nicht ganz dasselbe wie Luminol. Deswegen konnte sich die Dame an der Kasse das Grinsen nicht verkneifen. Von meiner Vorstellung... Ich will das gerne benutzen. Weil ich bin mir ziemlich sicher, das ist die eigentliche Mord. Durch diesen Speer ist wahrscheinlich eigentlich Marshall umgekommen. Vom 15. Stock aus kann man ziemlich weit sehen. Wenn man diese Rüstung von hier fallen ließe. Zuerst wollte der Polizeichef mattiertes Glas für dieses Fenster verwenden. Wirklich? Warum hat er nicht? Er hat es wohl anders überlegt, weil er sonst keine Aussicht mehr gehabt hätte. Oh. Mattiertes Glas hin oder her. Es ist ein riesiges Fenster. Was tun? Ich glaube, jetzt ist es langsam wirklich an der Zeit, zu beweisen, dass wir diesen Lappen kriegen. Aber wie? Ist schon wieder sehr, sehr knifflig. Kann das Spray nicht benutzen oder das Puder auch nicht. Ich muss Gamschu die komplette Vase... Ah, okay, danke. Darauf wäre ich nicht mehr gekommen, dass ich ihm jetzt die Vase zeigen muss. Danke, darauf wäre ich echt nicht gekommen. Zack. Jetzt, wo die Vase wieder vollständig ist, fühle ich mich gleich viel besser. Aber da stellt sich doch gleich die nächste Frage. Was hat ein Stück davon im Tresor des Polizeichefs zu suchen? Und noch wichtiger ist, warum war dort kein Geld drin? Dafür hat man doch schließlich Tresore. Ich habe so ein Gefühl, dass das Ergebnis des mordigen Prozesses davon abhängt. Und jetzt Gamschu das Aluminiumpulver zeigen. Nee, okay. Das ist das erste Mal, dass ich das so kombinieren kann. Ich wäre da nicht drauf gekommen, glaube ich. Inspektor Gamschu, ich hätte gern, dass Sie sich das mal ansehen. Hey, ich weiß, was das ist. Sie möchten also ein paar Fingerabdrücke nehmen? Das ist eine tolle Idee, Inspektor. Okay, dann mal los. Was machen Sie denn da? Warum halten Sie Ihre Hand ausgestreckt? Na los, nehmen Sie meine Abdrücke. Aber wir haben seine Abdrücke schon. Wir wollen nur noch Ihre Fingerabdrücke nehmen. Hä? Ach, Mann. Ach, Mann, das ist jetzt nicht die Zeit für Witze. Wir sprechen von dem Tuch, das wir am Tresor gefunden haben. Oh. wusste ich doch. Das mit dem Handabdruck stimmt. Wo ist denn Ihr Sinn für Humor? Okay, Mr. Wright. Suchen wir nach Abdrücken. Streuen Sie das Pulver auf das Tuch. Wenn es dann von den Abdrücken aufgenommen würde, blasen wir den Rest weg. Wer bist du, meine Mutter? Das muss man mir nicht tausendmal sagen. Okay, bringen wir es hinter uns.
Dieses Stück Stoff löst übrigens das schlechte Ende später aus. Wenn man was Bestimmtes später macht. Aber das sage ich dir noch. Das Tuch löst das aus? Ha, interessant. Ich habe mein Bestes gegeben. Das Ergebnis eignet sich nicht, um Fingerabdrücke zu vergleichen. Aber es sieht auch nicht so aus, als könnte man ein besseres Ergebnis bekommen. Okay, versuchen wir einen anderen Finger. Wir gehen alle Fingerchen durch. Du wirst gleich sehen, warum. Oh, ich habe so einen Verdacht. Weil es würde irgendwie Sinn machen, wenn er auch ein belastendes Beweisstück für jemand anderes hat. Oh, es sieht ja noch schlechter aus. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja. Auf zum nächsten Finger. Also, einfach so vom Draufgucken hätte ich gesagt, der Daumen und der Mittelfinger haben die besten Ergebnisse. Noch ein bisschen Puderzucker. Ich gebe ganz zu, so wie ich das Zeug verwende, sollte die Dose schon längst leer sein. Und außerdem, wenn wir das jetzt hier gerade im Büro machen, gibt es keine Möglichkeit mehr, wie der Polizeichef nicht weiß, dass wir hier waren. Oh, sehr schön. Oh, da fehlt noch was. Okay. Noch einmal eine Schicht Puderzucker. Ja, wem könnte das jetzt gehören, ne? Es gehört niemandem? Doch, das... Ach, stimmt, ich muss ja erst was drücken. Moment, was? Es gehört Emma? Ja, Tatsache, es gehört Emma. Oh mein Gott. Emma ist die Mörderin. Nein. Wie kann das sein? Was machen denn Emmas Fingerabdrücke hier? Hey, haben Sie eine Übereinstimmung gefunden? Wessen Fingerabdrücke waren das? Hä? Ach, er sieht so aus, als wären diese Abdrücke zu alt. Sie sind nicht deutlich genug, um eine Übereinstimmung festzustellen. Oh, das ist schade. Ich dachte, es wären Darks Abdrücke. Psst. Hey, sieh, hierher. Was ist denn hier los? Was machen denn die Abdrücke des Kindes am Tresor von Gant? Fragen Sie mich das nicht. Behalten wir diese Information vorerst mal für uns. Hier, vielleicht sollten Sie das behalten. Ja, besser wär's. Stück Stoff gefaltet und zur Gerichtsakte hinzugefügt. Das, ich hätte es verschwinden lassen, aber okay. Obwohl, dann würden wir das... Es ist offensichtlich ein gefälschter Beweis. Nun, war ich Ihnen eine Hilfe? Natürlich. Dank Ihres Ausweises konnten wir unwiderlegbare Beweise beschaffen. Das ist nicht nett. Mit anderen Worten, ohne seinen Ausweis wäre er nutzlos gewesen. Stimmt's nicht? Sieh da im Mantel. Ah. Polizeichef Gant! Wir haben nicht Verdammt. Ich wusste übrigens, dass er uns erwischen wird. Wir hätten nicht gedacht, dass sie so bald wieder zurück sind.
Glücklicherweise glaube ich an Omen. Als ich zu meiner Besprechung ging, sah ich zufällig, wie draußen ein streunender Hund gegen einen Pfosten lief. Da musste ich sofort an einen gewissen Inspektor denken. Meinen Sie etwa... meinen Sie mich? Nun denn, ich fürchte, ich muss Sie alle bitten, das Büro zu verlassen. Ja, jawohl. Tut mir leid. Ach, Sie da im Mantel. Ich? Geben Sie doch auf dem Weg nach draußen Ihren Ausweis ab. Den werden Sie nicht mehr brauchen. Aber... Und jetzt raus! Jawohl! Scheiße. Wir gehen jetzt dann auch. Moment! Du da ohne das stachelige Haar. Ohne? Geh noch nicht. Ich? Oh oh. Ich würde mich gern mal mit dir unterhalten. Aber... Ich bin doch noch keine lizenzierte wissenschaftliche Ermittlerin. Sie da! Mit dem stacheligen Hahn! Sie können gehen. Mr. Wright! Sehen Sie, mein Lieber, ich habe es Ihnen doch schon 1000 Mal gesagt. Das Büro des Polizeichefs ist nicht zugänglich. Aber nein, Sie mussten sich ja trotzdem reinschleichen. Einfach so, nicht wahr? Ich dachte, Sie hätten gesagt, es wäre Ihnen egal, wenn Sie gefeuert werden würden. Ja, aber wenn ich gewusst hätte, dass es so sein würde, hätte ich das niemals gesagt. Nun... Da ich die Beweise gesehen habe, die Gant in seinem Büro versteckte, kann ich mir endlich ein Bild von der Sache machen. Schwer zu glauben, dass alle so lange darüber geschwiegen haben. Sagen Sie mal, hören Sie mir überhaupt zu, mein Lieber? Ich werde versuchen, die Sache mit dem Polizeichef wieder ins Lot zu bringen. Tschüss, mein Lieber. Danach hörte ich was von Emma. Sie sagte, die Polizei wolle ihr einige Fragen stellen. Also wird sie den Rest des Tages beschäftigt sein. 24. Februar, Strafanstalt, Besucherraum. Verstehe. Der Polizeichef hat also Emma zum Verhör gebeten. Und so hatte er sie in der Hand. Natürlich. Weil er ein... Beweisstück hatte, dass Emma irgendwen getötet hat. Eine 40-Jährige, by the way. Niemand würde sagen, dass sie böswillig wen tötet oder sie dafür in den Knast stecken. Oh mein Gott, so macht das Sinn. Es bringt nichts, darüber nachzudenken. Morgen ist der letzte Tag vor Gericht. Ich bin fest entschlossen, alles zu ihrer Verteidigung zu tun. Deshalb bin ich hier. Aber... Ich habe Ihnen doch schon alles gesagt, was ich weiß. Was Sie mir im Laufe der letzten Tage erzählt haben, ist überhaupt nichts. Kein einziges nützliches Detail. Wirklich? Ich denke, ich habe Ihnen etwas sehr Wichtiges gesagt. Etwas, was ich Ihnen gleich am Anfang mitgeteilt habe. Ich sagte, ich sei diejenige, die Inspektor Goodman erstach. Wissen Sie, ich glaube, so langsam weiß ich Bescheid. Wen Sie mit diesen Worten schützen. Mia war eine gute Mentorin für Sie. Ich bin sehr eifersüchtig. Es scheint, als hätte Edgeworth recht gehabt. Edgeworth? Sobald Sie glauben, etwas zu wissen, kann Sie keiner mehr vom Gegenteil überzeugen. Dickköpfig war der Begriff, den er verwendet, glaube ich.
Das ist jetzt die Chance, sie dazu zu bringen, mir den Rest der Geschichte zu erzählen. Nichts sagen. Okay, hören wir zu. Ich muss zugeben, ich war zunächst mehr als nur ein bisschen verblüfft. Shit. Ich habe so ein ungutes Gefühl gerade. Ein richtig ungutes Gefühl. Sie bestanden darauf, es getan zu haben. Doch es gab keine belastenden Beweise. Dann kapierte ich's. Es ist nicht so, dass sie nicht die Wahrheit sagen wollen. Sie sind nur nicht dazu in der Lage, weil eine bestimmte Person es nicht zulässt. Welch eine faszinierende Idee. Eine bestimmte Person, sagen Sie? Ich habe das Gefühl, an der Stelle hätte ich das Tuch zeigen können. Scheiße. Aber dann hätte sie gesehen, dass wir den... Solange ich mich nicht melde, ist alles richtig. Das heißt, wenn du dich meldest, ist schon alles zu spät. Verstehe. Sie denken also, ich würde diese Person beschützen? Beschützen? Nein. Ich denke, fürchten trifft es besser. Wenn ich mich nicht irre, hat diese Person sie dazu überredet, den Mund zu halten. Rein theoretisch, Mr. Wright. Darf ich erfahren, wer diese Person ist, von der Sie reden? Die Person, vor der ich mich angeblich so fürchte? Wie heißt diese Person? Ganz klar, Mike Meekins. Da besteht gar kein Zweifel. Als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war mir sofort klar, dass ich es mit einem kaltblütigen Killer zu tun habe, der nicht zögern würde, jeden zu töten, der ihm zur Gefahr werden könnte. Es kann nur Mike Meekins sein. Nein, natürlich ist es Damon Gant. Nun, Miss Sky. Mr. Wright, Sie sprechen mit der Generalstaatsanwältin. Vergessen Sie nicht, was ich gehört. Sieht so aus, als würde sie immer noch nicht auspacken wollen. Entschuldigen Sie bitte. Achso, entschuldigen Sie bitte. Könnten Sie mir bitte etwas mehr über die Umstände erzählen? Bis vor 2 Jahren waren wir Partner. Ich achtete ihn als Inspektor. Angenommen, er wäre achtenswert, dann sagen Sie mir doch bitte, warum er versuchen sollte, seine Verbrechen zu vertuschen. Seine Verbrechen? Sie und Edgeworth werden vor einen Untersuchungsausschuss gestellt, wegen ihrer Vergehen. Insbesondere wegen der Unterschlagung und Fälschung von Beweisen. Das sind natürlich schwere Vergehen. Aber warum wurde der Name von Polizeichef Gant in diesem Zusammenhang nie erwähnt? Polizeichef Gant? Edgeworth wusste nicht mal über die Manipulation Bescheid. Die einzige Partei, die diese Beweise hätte untersuchen können, war... ich. Ich hatte Zugang, weil ich die stellvertretende Leiterin der Ermittlungen war. Ja, genau. Sie. Aber auch noch jemand anders. Damon Gant. Wenn Sie Polizeichef Gant anklagen möchten, müssen Sie mehr als nur Worte vorweisen. Zeigen Sie mir einen Beweis, dass Polizeichef Gant in jenem Fall Beweis gefälscht hat. Die Vase, es ist die Vase. Es könnte auch die Liste sein. Liste oder Vase, Liste oder Vase, Liste oder Vase.
Liste oder Vase. Habe ich nur einen Versuch oder wenn ich falsch liege, könnte ich mehrmals? Weil ich bin gerade hin und her. Ich will jetzt nicht die Lösung wissen, sondern nur wissen, ob ich mehrmals machen könnte. Potenziell. Wenn du es weißt. Wenn du es nicht weißt, sag mir auch kurz, dann löse ich es so. Wie der Detektiv, der ich bin. Das weiß ich nicht. Ich nahm direkt das Richtige. Er hatte beides in seinem Büro. Eigentlich nicht schwer. Es könnten aber halt beide sein. Hier wurde ein entscheidendes Stück entfernt. Der Rest war ja im Schließfach. Oh, Moment. Das heißt, das hat er nur im Nachhinein entfernt. Hier hätten wir den Beweis, dass er von Anfang an was unterschlagen hat. Ich nehme die Liste. Ich habe das hier gerade im Tresor im Büro des Polizei... Shit, es war die Vase. Weil das war nicht im Tresor. Ich habe das hier gerade im Tresor im Büro des Polizeichefs gefunden. Diese Scherbe, eine Vase... einer Vase und dieses Stück Stoff. Oh mein Gott, er hat mich das gar nicht falsch machen lassen. Ich habe doch das Papier ausgewählt, oder? Ich habe doch gerade das Papier ausgewählt. Das ist hochgradig faszinierend. Ich habe das Papier gewählt. Wissen Sie, was das ist? Das sind Beweisstücke aus dem Fall SL9. Ja, egal, was du gewählt hättest, er hätte so oder so geantwortet. Cool. Ich fühle mich betrogen. Ich. Derjenige, der Beweise unterschlagen hat, war Polizeichef Garnt persönlich. Nun... Sagen Sie mir eins. Warum spielen Sie den Sündenbock für ihn? Touché, Mr. Wright. Es ist so, wie Sie es vermutet haben. Ich muss die Befehle des Polizeichefs befolgen. Auch wenn das bedeutet, dass ich des Mordes für schuldig befunden werden sollte. Warum? Aber Mr. Wright... Sie können doch nicht ernsthaft erwarten, dass ich Ihnen das sage. Vor 3 Tagen. Ich hatte keine andere Wahl, als zu kooperieren. Beim Mord an Inspektor Goodman? Oder vielleicht sollte ich besser sagen, Befehle zu befolgen. Ja, das trifft's viel besser als kooperieren. Befehle? Auch wenn ich Ihnen keine Details nennen kann. So viel kann ich Ihnen sagen, dass ich an jenem Tag einen Befehl bekam. Sie müssen die Leiche von Inspektor Goodman wegschaffen. Sie finden sie im Kofferraum von Miles Edgeworths Auto. Genau wie ich es mir gedacht habe. Entgegen der landläufigen Meinung waren Sie nicht diejenige, die Inspektor Goodman ermordete. Genau. Ich hatte versucht, die Leiche aus Edgeworths Auto zu nehmen. Der Kofferraum war kaputt. Ich entdeckte die Mordwaffe, als ich die Leiche untersuchte. Die Mordwaffe? Sie meinen Edgeworths Messer? Nein. Als ich die Leiche fand, steckte dieses Messer in ihr. Aber die Blutspuren passen nicht. Das Messer aus dem Fall SL9? Das Messer des Serienmörders Joe Dark? Ich konnte dieses Messer nicht einfach in ihm stecken lassen. Oh, das erklärt die Zeugenaussage von Miss Starr. Also zog ich es heraus und
stach mit einem anderen Messer zu. Das war dann Edgeworths Messer? Genau. Obwohl er schon tot war, zitterten meine Hände bei dem Gedanken, ihn zu erstechen. Deswegen verletzte ich mich an der Hand. Und das ist der Grund für den Verband an ihrer rechten Hand? Ja, offenbar ist auch auf die Schuhe des Opfers Blut getropft. Und dann hat sie mich dabei gesehen, als ich mit dem Messer zugestoßen habe. Mister. Warum mussten Sie Darks Messer so dringend verstecken? Und warum hat sie uns trotzdem einen Tipp gegeben? Ich kann echt nicht mehr sitzen. Es war viel Arbeit, den Fall Joe Dark vor 2 Jahren endgültig abzuschließen. Es war vorbei. Ich wollte nicht, dass er jemals wieder geöffnet wird. Meine Absicht war, das mit allen Mitteln zu verhindern. Deswegen haben Sie Darks Messer versteckt? Die beim Mord am Inspektor verwendete Waffe war ein Beweis aus dem Fall Joe Dark. Wenn das herausgekommen wäre, wäre es ein gefundenes Fressen für die Reporter gewesen. Also haben Sie das Messer in Ihren Schal gewickelt und es versteckt. In Edgeworths Auspuff. Genau. Danach habe ich meine Schwester angerufen, um ihr zu sagen, was passiert ist, und sie zu bitten, das Messer aus meinem Schal zu verstecken. Sie haben Emma darum gebeten? Ich wollte nicht, dass jemand bei der Polizei davon erfährt. Das würde erklären, warum Emma so zuversichtlich ist. Moment, Emma hat auch geschwiegen? Warum hat sie dann nie eine Chance genutzt, um das schon rauszupopeln? Und ich hatte das Gefühl, die Polizei hat das gar nicht mitgekriegt. Wenn ich dieses Charles Denfer gewesen wäre. Was Lanas Unschuld betrifft. Was Anrufe betrifft. Ich hatte ein schlechtes Gefühl bei einem der Anrufe an dem Tag. Ein schlechtes Gefühl? Die Wahrheit ist, nachdem ich die Befehle von Polizeichef Gant bekommen hatte, machte ich zunächst mal einen Anruf. Ich rief Streifenpolizist Jake Marshall an. Marshall? Warum ausgerechnet ihn? Der leitende Ermittler im Fall SL9 war gerade ermordet worden. Ich wollte diese Tatsache geheim halten und ich brauchte Hilfe. Er war der einzige andere Mensch, dem ich vertrauen konnte. Wenigstens dachte ich in diesem Moment, dass ich ihm vertrauen könnte. Jedoch, nachdem ich mit ihm gesprochen hatte, scheint er eine eigene Kampagne gestartet zu haben. Ach, Sie meinen also... Da er nicht wollte... dass der Fall begraben wird, entschloss er sich selbst zu handeln. Er verkleidete sich als Inspektor Goodman und wollte die Beweise stehlen. Er hatte ja bereits den Ausweis gestohlen. Aber er hatte sich wohl noch nicht entschieden, in den Beweisraum einzubrechen. Nach meinem Anruf müssen jegliche vorhandenen Zweifel wie weggeblasen gewesen sein. Also hat Ihr Anruf den Vorfall im Beweisraum ausgelöst. Ich fürchte, das ist alles, was ich Ihnen sagen kann. Aber Lana... Sie haben sich meinen Respekt verdient. Als Verteidiger... und auch als Ermittler. Aber bitte, verfolgen Sie diese Sache morgen bei Gericht nicht weiter. Der morgige Prozess. Es gibt nur einen Weg, um Lanas Dämonen zu vertreiben. Ich muss allen Dingen auf den Grund gehen.
Inspektor Goodmans wahren Mörder finden. Und herausfinden, was vor 2 Jahren im Büro des Polizeichefs passiert ist. Fortsetzung folgt. Oh mein Gott. Oh, ich muss jetzt kurz aufstehen. Ich kann wirklich nicht mehr sitzen. Wir bringen das wie angekündigt heute zu Ende. Weil ich hatte... Wir sind jetzt... Ich hab dir gesagt, dass der Fall sehr lang ist. Ja, ich hätte es ja auch, wenn wir ehrlich sind, das ist jetzt Part 4, wenn ich mich nicht irre. Oh Gott, da steht letzter Tag. Erster Prozess. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh. Ich könnte ja auch an der Stelle wirklich einen Cut machen. Ich meine, das war jetzt, glaube ich, wirklich Part 4, oder? Was, Part 4? Moment. Nee, ist Part 3. Eieieiei, Part 3 ist das schon. Aber egal, ich speichere das kurz. Dann muss ich mir wirklich kurz die Füße vertreten. Wir machen hier wirklich... Ich hab gesagt, ich mach das zu Ende. Und ich habe das Gefühl, es sind jetzt noch 2 Episoden. Also 2 Parts. Ich trenne ja immer da, wo Fortsetzung folgt kommt. Und ich glaube, es kommt noch einmal Fortsetzung folgt. Ich weiß es nicht, aber es ist so ein Gefühl. Aber ich muss jetzt wirklich kurz mal aufstehen. Dementsprechend kommt hier der Cut für YouTube. Goodbye.